Es ist 1 Minute vor 7 und ich dachte, ich komme schon mal live zu euch für alle, die schon darauf warten, dass ich mich melde, für alle Neuen, die heute das erste Mal bei so einem Webplausch dabei sind, damit ihr jetzt in Ruhe noch alle mich finden könnt. Und ja, jetzt habe ich es auch auf Facebook. Das dauert ja immer ein bisschen, diese Verzögerung haben wir ja von Zoom auf Facebook. Aber jetzt bin ich auch selber da, jetzt sehe ich mich selber. Ja, herzlich willkommen allen, die schon da sind. Ihr dürft gerne wieder kurz kommentieren, ob ihr mich seht, ob ihr mich hört oder beziehungsweise, dass ihr mich seht und dass ihr mich gut hört. Und wir warten jedes Mal etwa 5 Minuten, bevor wir wirklich in die Tiefe gehen und ins Thema gehen, damit, wie gesagt, alle uns finden können und vor allem, hallo Christina, hallo noch eine Christina, die zwei Christinas, die kenne ich, beide heute erst live gesehen. Alles tipptopp, okay, super. Das ist immer das Wichtigste, erstmal für den Anfang, dass ich weiß, hallo Manu, dass die Übertragung funktioniert. Hallo Nicole. Und wir haben einige neue Mitglieder ja wieder in der Gruppe, die, wie gesagt, das erste Mal dabei sind. Hallo Lori, hallo Yvonne, hallo Anja, hallo Anke. Ja, aber es ist immer beruhigend zu wissen, dass die Technik klappt und die Technik funktioniert. Hallo Carmen, hallo Ruth. Carmen, Anja, eure Fragen werde ich dann auf jeden Fall besprechen. Hallo, noch eine Anke. Es kamen ja diesmal einige Fragen unter dem Post, den ich gestern reingestellt habe. Und hallo Sarah, die gehen wir auf jeden Fall durch. Eine Frage war in einem anderen Post reingerutscht, die habe ich aber auch auf dem Schirm. Und der Duke lauscht mir wieder, das ist ja sehr schön. Nachdem er mir heute schon den Zungenkuss gegeben hat, heute früh, darf er mir jetzt noch ein bisschen zuhören. Hallo Isabel. Hallo Andrea. Hallo Sabine. Wieder einige neue Namen dabei, die ich noch nicht gelesen habe oder zumindest nicht so auf dem Schirm habe. Das ist bei den Webplauschen ja immer wesentlich mehr an Zuschauern oder Zuhörern wie in der festen Kursgruppe. Na, in der Kursgruppe kennt man seine Leute dann nach dem ersten, zweiten Mal. Ist beim Webplausch immer sehr schön, auch wieder neue Namen zu lesen. Hallo Sabine, habe ich schon gesagt. Hallo Anke. Milo und Willi hören mir auch zu. Ja, die sollen mir mal zuhören. Hallo Tina. Übernächste Woche geht ja unsere Impulswoche los. Etliche von euch sind ja auch schon angemeldet, beziehungsweise ihr seht es ja dann sowieso auch in der Gruppe. Da bin ich jeden Abend wieder bei euch von Montag bis Freitag. Ab dem 20. September, wer sich noch nicht angemeldet hat, ihr müsst euch nicht unbedingt anmelden, wenn ihr in der Gruppe seid. Dann müsst ihr einfach nur jeden Tag früh gucken, was im dazugehörigen Infoguide online ist und abends halt das Live schauen. Wer über die E-Mail-Liste nochmal extra angemeldet ist, der bekommt es auch noch als E-Mail einfach zugeschickt. No, das ist eigentlich der Unterschied. Es geht eigentlich bei dieser festen Anmeldung nur darum, dass man es als E-Mails nochmal mit den Links, die dann dazu gehören und so, einfach nochmal aufbereitet bekommt. Aber ansonsten läuft es ja auch hier in der Facebook-Gruppe. So, 2 Minuten geben wir uns noch. 19:03 Uhr, sagt mein Computer. Und dann beginnen wir erstmal damit zu überlegen, was Ressourcen überhaupt sind. Bevor wir in die Tiefe gehen, wie wir damit umgehen, auf was wir achten, gerade im Mehrhundehaushalt. Aber es betrifft ja auch Halter von nur einem Hund. Na, da geht es ja genauso um das Thema. Nur je mehr Hunde man hat, desto mehr kann sich das natürlich potenzieren und desto schwieriger kann das werden, wenn es da zu Problemen kommt. Aber Ansatz ist erstmal zu überlegen, was sind denn überhaupt Ressourcen? Aber 1 Minute warten wir noch. Und sobald es hier 19:05 Uhr sagt, legen wir los.
Ich hoffe, es rumpelt nicht irgendwann mal hinter mir, aber wenn es so ist, wäre es auch okay. Ich habe eine blinde Hündin gerade da. Also eigentlich habe ich zwei blinde Hunde gerade auf Pension. Der Rüde, der gestern gekommen ist, ist aber noch im Innenhof. Der liegt ganz gerne draußen in der Wärme auf dem Sofa. Und die Hündin ist mit hier bei uns herin. Und ich habe die kalte Luft hinter mir laufen, weil es so warm ist heute und die liegt ziemlich nah am Kabel. Also es kann durchaus passieren, dass sie mal drüber stolpert. Hallo Christiane, hallo Andrea. Und dann wird es kurz rumpeln, aber dann ist auch okay. Gut, ihr Lieben, was sind überhaupt Ressourcen? Also das ist so ein Wort, das ganz, ganz oft verwendet wird, wenn Hunde Streit haben. Oh, die haben sich um irgendeine Ressource gekloppt. Oder wenn ein Hund Probleme hat, wenn andere Hunde ans Frauchen gehen oder so. Ne? Das ist immer gleich das Thema Ressource. Deswegen müssen wir uns einfach erstmal überlegen, was ist eine Ressource? Eine Ressource ist alles das, was für den Hund in der Situation wichtig ist. Und es kann durchaus variieren. Ja, es gibt Hunde, für die ist der Wassernapf eine totale Ressource, wenn die gerade richtig, richtig Durst haben. Und ansonsten, wenn er rumsteht, ist es kein Problem. Es gibt Hunde, für die ist eine Liegefläche, eine Ressource, wenn da gerade durchs Fenster die Sonne hinscheint und er friert gerade, dann ist genau der Platz in dem Moment eine Ressource. Und ansonsten, kein Thema. Es gibt Hunde, die können gut in Gesellschaft von anderen Hunden fressen, aber wenn ein bestimmter Hund dabei ist, wird es schwierig. Oder wenn es um bestimmtes Futter geht, wird es schwierig. Also, hallo ihr alle noch, hallo Ute, hallo Heidi, hallo Yvonne. Also man kann nicht sagen, ein Hund hat generell Ressourcenprobleme. Das kann man nicht sagen. Aber es gibt natürlich Hunde, die in bestimmten Situationen bestimmte Dinge als Ressource ansehen. Eine Ressource ist also im Prinzip das, was dem Hund wichtig ist und was für seine Bedürfnisbefriedigung da ist. Ne? Futter, Streicheleinheiten, Sozialkontakt, Sicherheit, Schutz. Also für manche Hunde ist der Mensch, der ihnen extrem Sicherheit vermittelt, zum Beispiel eine Ressource. Also alles, was Bedürfnis befriedigt, und das kann, wie gesagt, situativ sich ändern, ist eine Ressource. Was ist noch eine Ressource? Es kann der Platz eine Ressource sein, wo immer gefüttert wird, zum Beispiel. Es kann draußen sowas wie der Komposthaufen eine Ressource sein. Es kann eine Stelle eine Ressource werden, wo immer was Tolles passiert, wo immer Leckerli-Spiele gemacht werden, wo der Hund mal was Tolles erlebt hat, wo er mal irgendwie eine total tolle Erfahrung gemacht hat. Oder auch eine, die sehr viel, also Jagdverhalten oder so, ne, wo er mal was erwischt hat, wo mal Beute im Spiel war. Das kann auch zu einer Ressource werden, so eine Stelle. Aber im Großen und Ganzen spricht man ja, oder ne, denke ich, ihr sprecht oft von Ressource, wenn es um Futter geht. Also es zeigen auch die Fragen, die kamen, wenn es um Futter geht, wenn es um Spielsachen geht, wenn es um den Mensch geht und wenn es um besondere Liegeflächen geht, also so Sofa, Bett und solche Sachen. Ne? Da wird oft gesagt, das ist eine Ressource. Jetzt müssen wir überlegen, was genau die Ressource ist oder was genau für den Hund da wichtig ist. Denn wenn ich trainieren will mit meinem Hund und wenn ich so Ressourcenprobleme aufbrechen will, wenn ich irgendeinen Ansatz finden will, damit umzugehen, muss ich wirklich mal genau dahinter schauen, was genau ist die Ressource. Ist es der Mensch? Also gehen wir mal davon aus, Hundeplatz oder draußen spazieren. Ihr geht mit eurem Hund spazieren. Ihr habt einen Futterbeutel dabei, Leckerlibeutel. Und der Hund hat Probleme, wenn andere Hunde zu euch kommen. Ist es dann der Mensch? Also bist es dann du? Oder bist es du in Kombi mit dem Futterbeutel, den du dabei hast? Die Individualdistanz spielt da auch eine ganz große Rolle. Ne? Ich stelle mal noch keine Fragen in den Chat, das machen wir später, weil sonst kann ich nicht, dass mir was durchgeht. Ne? Jetzt kommen noch einige Hallos oder viele Hallos. Claudia, Christa, Niki, Doro, Hannelore, hallo. genau, also wichtig ist erstmal zu überlegen, was genau ist eine Ressource.
in welcher Kombi ist es für meinen Hund eine Ressource? Weil ein Spielzeug, das rumliegt und kein anderer Hund will, ist oft keine Ressource. Will ein anderer Hund hin, wird es auf einmal zur Ressource. Das kann zum Beispiel ja auch Thema sein. Ne? In welcher Kombi und was genau eben ist die Ressource? Also wenn ihr jetzt wirklich Hunde habt, wo ihr das Gefühl habt, die haben ein Ressourcenproblem, wobei das Wort Problem eigentlich auch falsch ist, weil eine Ressource ist was ganz Normales. Also dass ein Hund Dinge verteidigt, die ihm wichtig sind, das liegt in seiner Natur, das ist ein Instinkt, sonst würde der draußen nicht überleben. Und es kommt auch ein wenig auf die Rasse an. Es gibt Rassen, da ist es ausgeprägter. Von der Genetik her kann das also schon auch da liegen. Es gibt Hunde, die haben negative, positive Erfahrungen mit irgendwelchen Dingen, die wichtig sind, gemacht. Das kann natürlich alles mit reinspielen. Aber eigentlich ist es ein völlig normales Verhalten, wenn ein Hund Dinge, die ihm wichtig sind, versucht zu verteidigen. Also ich finde auch immer ganz wichtig, dass wenn man so Hunde hat, wo es so vielleicht Probleme gibt in der Gruppe oder mit anderen Hunden, dass man immer erstmal sagt, okay, er macht eigentlich aus seiner Sicht nichts falsch. Das liegt nicht an irgendeiner falschen Erziehung oder an irgendwelchen anderen Dingen, sondern erstmal ist es ein Instinkt vom Hund. Und die Hunde gehen halt verschieden damit um. Und ich kann meinem Hund ja lernen, dass es gar nicht nötig ist, ne, um irgendwas zu streiten. Da kommen wir dann später noch dazu, was man alles ein bisschen machen kann. Aber ich kann meinem Hund sagen, das musst du nicht. Du musst nicht dein Futter verteidigen. Du musst mich nicht verteidigen. Du musst deinen Hundekumpel da nicht blöd anmachen, weil der mal gucken will, was bei dir im Napf ist. Ne? Also das kann man alles tun und ganz viel Ruhe auch in diese Situationen bringen. Aber im Grunde ist es erstmal nichts, was irgendwie negativ zu sehen ist. Es ist blöd, klar. Ja, es ist immer mit Stress behaftet. Deswegen sollte man von Anfang an darauf achten, dass die Hunde lernen, dass sie diese Konkurrenz untereinander, also das spricht jetzt vor allem die Mehrhundhalter an, und da sind wir ja im Großen und Ganzen hier in der Gruppe. Die Hunde sollten lernen, dass dieses Konkurrenzdenken untereinander nicht nötig ist, weil ihr als Mensch Entscheidungen trifft. Und nicht sie diese Entscheidungen treffen. Ne? Also auch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt habe ich vorhin den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ich war, aber ich rede ja sowieso die ganze Zeit. Ich komme wahrscheinlich wieder dahin. Es ist auch sehr unterschiedlich, wie Hunde ihren Besitzanspruch geltend machen. Ne? Ihr kennt bestimmt alle dieses Beute sichern. Also, dass die Hunde was haben und damit weggehen. Ihre Individualdistanz wahren, also die Distanz vergrößern, Beute sichern, ne? Schnell wegschlucken, ist auch beutesichern. Also viele Hunde, die so schlingen, das hat auch damit zu tun, dass sie es einfach sichern wollen, dann schnell, schnell, schnell runter oder eben damit weggehen oder die Pfote drauflegen. Ne? Also wenn die Hunde was haben, Knochen oder so, dann einfach so die Pfote drauflegen und damit anzeigen, das ist meins. Das mit dem Wegschlucken ist übrigens auch oft so ein bisschen in die Wiege gelegt, je nachdem, wie der Hund aufwächst. Also wenn ein Hund gehen wir mal einfach von zwei verschiedenen Züchtern aus. Es gibt Züchter, die ihre Welpen von Anfang an in Ruhe alleine fressen lassen. Also da hat jeder Welpi, wenn die dann mal entwöhnt sind von der Mama und eben Futter aus dem Napf kriegen, dann hat jeder Welpe einen Napf und die achten drauf, dass die auch in Ruhe essen können, dass da keiner dem anderen irgendwas streitig macht. Die können wirklich, die lernen, ich muss nicht schnell wegfressen, ich kann mir Zeit lassen. Und es gibt Züchter, da gibt es diese große Schüssel, wo alle gleichzeitig hin dürfen. Und da muss man sich natürlich vielleicht schicken, um noch was abzukriegen. Bei Tierschutzhunden ähnlich. Es gibt also wenn Hunde so in so Großraum Tierheimen leben, da habe ich ja auch Beispiele, jetzt wenn meine Spanier kommen, na, wenn da ganz viele Hunde zusammen in einem Zwinger sind. Es gibt da auch durchaus Tierheime, die Hunde anbinden zum Fressen, und es gibt halt Tierheime, da wird einfach reingeschmissen. So, und ich habe beide Beispiele bei mir im Rudel, also gehabt, meine Kara ist ja leider gestorben, aber die Kara war so eine, die extrem mit Ressourcenprobleme hatte, also mit Futter extrem Probleme hatte. Das war halt die jeden weggebissen hat, wenn es ums Essen ging. Und mein Mio ist so einer, der hat das erste halbe Jahr nur gefressen, wenn alle anderen Hunde aus dem Raum waren. Der frisst heute noch, und er ist schon einige Jahre da. Der frisst heute am liebsten noch in seiner Box. Der geht immer in seine Box, wenn es ums Futter geht. Die Tür muss nicht mehr geschlossen werden, die kann offen sein.
Und wenn mal gerade keine Box zur Verfügung ist, weil wir woanders sind, der macht inzwischen auch die Futterspiele mit. Das ist alles kein Thema, aber am Anfang, so ein halbes Jahr etwa, mussten wir wirklich den Raum verlassen, damit der an die Schüssel gegangen ist. Das war halt einer von denen, der von so Hunden wie der Kara weggebissen wurde. Ne? Und das liegt natürlich auch an solchen Erfahrungen, ob ein Hund schnell wegschlingt oder ob er sagt, ich kann in Ruhe essen, weil eigentlich drumherum aufgepasst wird, dass mir nichts weggenommen wird. Hallo Susanne, hallo Kirsten. Ja, also auch das ist immer wichtig, so ein bisschen zu überlegen, warum hat mein Hund jetzt ein Problem damit? Warum hat er das? Was könnte das eventuell beeinflusst haben? Weil da kommen wir dann auch eben wieder dazu, was könnte ich tun, um es ihm leichter zu machen? Also wenn ich euch dann später so ein paar Ansätze sage, so ein paar Trainingsideen sage, dann muss man natürlich immer auch überlegen, passt das zu meinem Hund, passt das zu meiner Situation? Weil es gibt da kein Allheilmittel. Es gibt jetzt nichts, wo ich sage, genau das muss trainiert werden, wenn der Hund sein Futter verteidigt. Weil es kann ja verschiedene Ursachen haben, verschiedene Gründe haben. Ne? Deswegen einfach immer gut dahinter schauen. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, schaut auch so ein bisschen dahinter, was ist sonst noch drumrum? Hintergrundstress, was oft in Mehrhundhaushalt ist, also generell so ein bisschen eine andere Stresslage, ein anderer Stresspegel, wie bei einem Hund, der ganz alleine wohnt und den ganzen Tag viel Ruhe hat. In einem Mehrhundehaushalt ist per se einfach mal so ein bisschen mehr Energie oder ein bisschen lauter oder ein bisschen mehr Action. Also auch das kann ja dazu führen, dass ein Hund mal schneller irgendwo auslöst oder schneller mal was verteidigen will, wie ein Hund, der völlig gechillt irgendwo wohnt. Tatschi, kannst du dich mal ein bisschen hinlegen? Oh Gott. Ja, viele Pensionshunde noch da gerade. Genau. Aber das einfach so mal ein bisschen zur Theorie. Was sind Ressourcen? Auf was kann ich achten? Wenn einer von euch wirklich ein intensives Problem hat mit seinem Hund oder in der Gruppe, würde ich euch empfehlen, mal Tagebuch zu führen. Mal wirklich aufzuschreiben, um rauszufiltern. Gibt es einen bestimmten Grund, warum es an manchen Tagen zum Beispiel schlimmer war wie an anderen? Oder wo stand das Futter? Wer hat gefüttert? Übrigens können auch Personen, die füttern, eher eine Ressource sein wie ein Mensch, der mit dem Füttern jetzt nichts zu tun hat. Also alles, was dem Hund wichtig ist zum Überleben, da gehört Futter dazu, da gehört Auslastung dazu, beziehungsweise halt Arbeit dazu, Sicherheit, die Menschen, die Sicherheit geben, die Sicherheit vermitteln bei ängstlichen Hunden. Das sind auch oft die, die so in der Hierarchie für den Hund ein bisschen höher stehen, also angesehener sind aus Hundesicht. Und also wichtiger sind, sagen wir einfach mal wichtiger sind, und die können auch eher mal zu einer Ressource werden, weil manchmal überlegt wird, ja, warum verteidigt er denn die Frau und den Mann zum Beispiel nicht oder umgekehrt. Na, also das kann auch ein Grund sein. Und um da wirklich so ein bisschen dahinter zu gucken und rauszufinden, was ist die Motivation von meinem Hund, in welchen Situationen löst er aus, wie löst er aus, auch das ist ganz wichtig. Also will er nur, zeigt er nur in der Mimik, ne? Knurren, Zähne fletschen. Knurren ist ja auch noch gar keine Aggression, das ist ja Kommunikation, bleib weg. Schießt er wirklich vor? Will er abzwicken? Geht er vielleicht wirklich ins Beißen über, wenn es zu nah wird? Also auch das kann man ja mal gucken. Gibt es da Abstufungen? Ist in der einen Situation ist vielleicht anders wie in der anderen? Eigentlich schon sehr, sehr wichtig, dahinter zu gucken, um auch wirklich einen guten Ansatz zu finden. Und diese Individualdistanz, habe ich gerade schon mal angesprochen, die kann natürlich auch variieren. Ne? Hat der Hund einen Knochen? Ist ihm vielleicht auf 10 Meter ein anderer Hund schon zu nah? Hat er irgendein Trockenfutter? Darf der andere Hund vielleicht auf 5 Meter ran? Und er sagt dann erst, da ist meine Grenze. Also auch das kann einen Unterschied machen. Also auch das sollte man so ein bisschen überlegen und gucken. Bellen-Fragezeichen. Wie ist die Frage dazu, Carmen? Ob sich Ressourcenproblem in Bellen äußern kann, meinst du das? Also wegbellen kann dazukommen. Also wegzwicken, wegbeißen, bellen, auf Abstand bellen, sage ich manchmal. Das kann dazukommen, wenn es um eine Ressource geht, ja. Wenn du das meinst.
Weil ich lese hier nur bellen, Fragezeichen. Also bellen kann ein Ausdruck davon sein, dass der Hund sagt, du bist mir zu nah. Na, halt da bitte an, halt da Abstand. Genau, also wenn ihr euch mal so überlegt, sie bellen bei Nährung einer Person. Ja, das kann, das ist so dieses, das muss nicht unbedingt mit einer Ressource zu tun haben, das kann einfach auch nur sein, dass sie sagen, da bleibst du jetzt stehen. Ich habe deine Frage ja vorhin gelesen, da komme ich gleich nochmal dazu. Da hast du das ja auch noch mitgeschrieben, ne? Genau, also habt ihr Ressourcenprobleme bei euren Hunden gesehen? Merkt ihr, dass sich irgendwas in die richtige Richtung entwickelt, die euch nicht gefällt? Gibt es Streit zwischen den Hunden? Dann würde ich als allererstes wirklich empfehlen, euch mal genau aufzuschreiben, wie die Situation ist. Wie das drumherum ist, wie die Entfernungen sind, wie gesagt, was macht er, wann, wie, wie sind die Situationen drumherum, wie war der Tag, das kann alles mit reinspielen. Und dann müssen wir uns überlegen, was will der Hund uns überhaupt sagen? Na, was will der Hund mir sagen, wenn er an sein Futter ist und ich gehe zu nah ran? Klar, er will mir sagen, halt mein Futter, du bist zu nah. Also seine Motivation ist, den Feind zu vertreiben, na, oder wenn ein anderer Hund kommt, den Feind zu vertreiben und seine Beute, seine Ressource zu behalten. Also die zwei Dinge sind eigentlich immer im Spiel. Das behalten wollen, was man hat, und den, der stört, der zu nahe kommt, weghaben zu wollen. Also bei Duke ist es wirklich extrem, wenn ich ihm seine Kauartikel wegnehmen möchte. Ja, Punkt 1, wir nehmen nie unserem Hund was weg. Da komme ich aber jetzt gleich dazu. Ja, wenn ich Gummibärchen habe und mir will einer Gummibärchen wegnehmen, kriegt er auch auf die Finger. Also, Punkt, wichtiger Punkt, wir nehmen unseren Hund nie was weg. Aber Christina, komme ich gleich dazu. Also, na, das war jetzt gerade mein Ansatz auch zu sagen, was will der Hund? Was sagt er uns mit seinem Verhalten? Meine Sache... Hast du mir gegeben oder habe ich gefunden? Also es gibt ja diesen schönen Spruch, Hunde klauen, nicht Hunde finden. Ich habe das gefunden, du hast es mir gegeben, ich habe es frei gegeben bekommen. Also es ist meins. Ein Hund versteht nicht, was manchmal so empfohlen wird. Es wird ja oft gesagt, dein Hund muss sich dann die Futterschüssel wieder wegnehmen lassen. Dein Hund muss sich, wenn der im Wald was findet, dieses wieder wegnehmen lassen. Natürlich. Aber das ist Training, ja, der muss das nicht per se, weil aus seiner Natur raus gibt er das nicht her. Und es ist auch unfair, also wenn er was findet, wo ich sage, das ist gefährlich, na, dann gibt er mir das natürlich oder dann muss er mir das natürlich geben, aber das trainiere ich ja entsprechend, wie sage ich euch noch, also im Ansatz. Und wenn ich was freigebe, wenn ich meinem Hund was gebe, dann wäre das ein riesengroßer Vertrauensbruch, wenn ich es ihm dann wieder wegnehme. Weil wie soll der Hund lernen, sich auf mich als Mensch zu verlassen, wenn schon in solchen Dingen kein Verlass ist? Also, er will seine Ressource behalten, sichern, behalten, und er möchte den, der stört, egal ob das ein anderer Hund ist, ob das der Mensch ist, den möchte er einfach weghaben, damit er in Ruhe sich seiner Ressource widmen kann. Ja? Oder er will... in seinem Sonnenplatz, auf seiner Liegedecke in der Sonne liegen und will dann nicht vertrieben werden von irgendeinem anderen oder will nicht, dass der Mensch die Decke woanders hinlegt, weil er sagt, in der Sonne wird es dir zu warm oder so. Na, also das ist die Motivation und auch das müssen wir immer verstehen. Wir müssen verstehen, warum der Hund es überhaupt macht. Der macht es nicht, weil er uns beißen will. Der macht es nicht, weil er aggressiv wird. Man muss auch keine Angst haben, wenn ein Hund mal in so einer Situation anders reagiert, wie wir es gewohnt sind, dass der sich aufs ganze Leben umschlägt oder so. Na, das ist ein normales Verhalten. Und wenn wir überlegen, was möchte der Hund erreichen, dann können wir auch einen Ansatz finden, das zu trainieren. Also hat mein Hund Stress, wenn er frisst und ich näher mich, dann trainiere ich erstmal daran, dass er keinen Stress mehr hat, wenn ich mich näher. Das heißt... Genau, würde uns ja auch ärgern. Lieber, was siehst du? Wie mit meinen Gummibärchen. Wenn ihr in der Gaststätte sitzt und wartet eine halbe Stunde auf irgendein Schnitzel, auf das ihr euch die ganze Zeit freut und es kommt endlich und dann kommt jemand vom Nachbartisch mit seiner Gabel und schneidet von eurem Schnitzel was ab, seid ihr auch nicht freundlich. Ja, also immer überlegen, das ist nichts Schlimmes, was der Hund da macht. Das würden wir genauso machen, wenn uns was wichtig ist. Lieber was dazugeben, genau. Also, ihr könnt, wenn es um Futter geht,
Untereinander, die Hunde ist nochmal ein anderes Thema, aber wir fangen mal mit dem Thema an, der Hund frisst und hat Stress, wenn der Mensch sich nähert. Oder der Hund liegt irgendwo und der Hund hat Stress, wenn der Mensch sich nähert. Der Hund hat was gefunden und hat Stress, wenn der Mensch sich nähert. Ne? Das ist ja so, das sind ja so typische Sachen einfach so ein bisschen. Dann kann man das da trainieren. Genau, die Christina und die Dodo haben schon eigentlich die Antwort parat. Ich trainiere das erstmal, indem ich, wenn ich näher komme, darauf achte, ab wann mir der Hund anzeigt, dass es ihm jetzt zu nah ist. Also die Distanz ist ein wichtiger Punkt, weil er will ja seins behalten, aber er will ja auch, dass ich Distanz wahre. Ne? Also ich gehe auf den Hund zu, ich gucke, ab wann wird er steif zum Beispiel oder ab wann knurrt er oder ab wann kommen so kleine Zähnchen. Der erste Moment, an dem ich merke, jetzt bin ich an der Grenze, jetzt wird mein Hund, jetzt bin ich, werde ich langsam zu nah, bleibe ich sofort stehen. Wer markert, klickert oder mit Markerwort kann in dem Moment noch markern, dann gibt es was dazu, das werfe ich erstmal dahin und zwar was richtig Leckeres und dann entferne ich mich erst wieder. Also ich gehe nicht dann weiter drauf zu, wenn ich ihm noch was dazu gegeben habe, sondern ich gehe erstmal weg. Das heißt, der Hund hat die beiden Motivationen, die er hat, weil er verteidigen will. Ich habe ihm gezeigt, dass ich das verstanden habe. Ja? Die Distanz habe ich verstanden. Und ich habe verstanden, er will es sich nicht wegnehmen lassen, er will es behalten. Das heißt, er wird jedes Mal, wenn ich komme, ein bisschen, also ich gehe erstmal weg aus der Situation, lasse ihn wieder ein bisschen fressen und dann kann ich ja nochmal trainieren, indem ich näher kam. Und das war bei meiner Cara innerhalb von wenigen Tagen kein Problem mehr, dass ich hinkomme, weil sie gelernt hat, es ist nichts Negatives, wenn sich der Hund nähert, wenn ich fresse, sondern es ist was Positives, weil was dazu kommt und weil er auch, wenn es mir zu nah ist, wieder geht. Na, also das ist ein super, super schöner Einstieg, wenn es ums Fressen geht oder um Knochen geht oder so. Super schöner Trainingseinstieg, dem Hund erstmal zu sagen, ich verstehe, was du mir sagen willst. Ich möchte es trotzdem trainieren. Ich möchte dir den Stress nehmen und damit mir den Stress nehmen und damit vielleicht auch den anderen Hunden den Stress nehmen. Ich möchte, dass du keine Angst haben musst, wenn jemand nah an deiner Futterschüssel vorbeigeht oder wenn ich da mal vorbeilaufe oder wenn ich da hingehe. Und da setzen wir an. Also wir setzen immer an, dem Hund erstmal diesen Stress zu nehmen, der in der Situation hat. Also es gibt was dazu, was richtig gut ist. Und das, ihr müsst da gar nicht so nah ran, weil wenn ihr näher rangeht, ist der Stress ja wieder größer, sondern ein paar Wienerchen geschmissen oder so reicht da völlig aus. Und ihr bleibt stehen, sobald der Hund anzeigt und ihr entfernt euch wieder, wenn ihr geschmissen habt, damit auch dieses Weggehen dabei ist. Und es ist tatsächlich so, dass die Hunde lernen, relaxter zu bleiben, ruhiger zu bleiben, weil sie sagen, okay, im Notfall zeige ich einfach an und dann verschwindet er. Und ihr kommt immer näher und immer näher. Und irgendwann seid ihr so nah, dass ihr auch mal neben die Schüssel noch was legen könnt. Dann auch mal in die Schüssel noch was legen könnt. Das merkt man ja dann, wie der Hund reagiert. Ne? Ist er dann noch angespannt, wenn ihr nah an der Schüssel seid, dann legt das daneben. Irgendwann könnt ihr innen was reinlegen. Und irgendwann ist das Thema wirklich durch, weil der Hund sagt, okay, es passiert nichts. Es passiert nichts Negatives. Er denkt, es passiert was Negatives, aber das brechen wir einfach auf. Also das kann man zum Beispiel total gut machen. Na? Weil das ist, glaube ich, bei den meisten von euch, ne? So mit Futter und so, ist auf jeden Fall ein schöner Trainingsweg. Auch ein sehr schöner Trainingsweg ist, Entspannung an Ressourcen zu trainieren. Konditionierte Entspannung sagt vielleicht einigen von euch was, zumindest allen, die meine Online-Kurse schon mitgemacht haben, weil das immer auch Thema ist. Vor allem in diesem Basiskurs ist es ja ein Wochenthema, so Entspannungssachen. Und das ist natürlich super. Wenn man ein Wort aufbaut, das dem Hund Entspannung vermittelt, dann kann ich, wenn ich merke, er spannt sich an in irgendwelchen Situationen, kann ich ihm sein Entspannungswort geben, damit er so von den Emotionen auch ein bisschen runterkommt. Das ist auch ganz toll in Situationen, wo der Mensch zum Beispiel verteidigt wird. Ne? Also wenn ihr einen Hund habt, der andere Hunde nicht in der Nähe von euch leiden kann. Wie gesagt, immer überlegen, seid ihr? Ist es der Futterbeutel? Ist es irgendwas anderes? Ist es die Stelle, weil hier was Tolles passiert jedes Mal? Also auch da ist halt wichtig, dahinter zu gucken, was genau ist es. Aber dieses Entspannungssignal ist immer gut, wenn es um dieses Thema Ressourcen geht.
Bei der Gelegenheit übrigens vielleicht mal der Hinweis, viele von euch sind ja auch auf Hundeplätzen unterwegs. Bei uns zum Beispiel ist es streng verboten, dass fremde Hunde fremde Hunde, also dass Menschen fremde Hunde füttern, so rum. Weil man dann so ein Problem nämlich fördert. Ich war früher auf einem Hundeplatz, da war das gang und gäbe, dass sich mein Hund überall bedienen durfte. Der musste sich bloß brav, auch guck mal, wie süß der guckt, da hast du was. Und ich weiß, dass es bei vielen Hundeplätzen noch der Fall ist, dass da nicht so drauf geachtet wird. Aber da kann sich natürlich sowas entwickeln, dass mein Hund sagt, mein Mensch, mein Futterbeutel, mein Futter geht an fremde Hunde, also muss ich was dagegen unternehmen. Erstens erzieht man Bettler, also man erzieht Hunde, die lernen, ich darf bei anderen Menschen betteln. Und der eigene Hund kann dadurch dieses Problem entwickeln. Und das ist oft der Grund, warum die dann andere Hunde nicht mehr in der Nähe von ihren eigenen Menschen haben wollen, weil sie zuschauen müssen, wie das eigene Futter aus dem eigenen Beutel vom eigenen Menschen an fremde Hunde verfüttert wird. Also nur ein bisschen so als Gedanken, falls ihr auf einem Hundeplatz seid, wo das erlaubt ist. Bei uns ist es verboten. Und da achte ich total streng drauf und da wäre ich wirklich fuchtig, wenn ich sowas sehe, weil das für beide Seiten, also für den Hund, der was kriegt von jemand Fremden und für den eigenen Hund einfach ein total falsches Zeichen ist. So, ich lese mal kurz. Bin leider erst jetzt dazu gekommen, muss so leider, oh, hoffentlich nichts Schlimmes, Ines. Du kannst dir den Anfang dann wieder anschauen, ne? Gib dir wieder die Aufzeichnung. Christina, das habe ich jetzt auch unterbunden. Duke bekam immer von der Nachbarin Leckerlis ohne Zutun. Jetzt ist sie beleidigt, weil ich Duke nicht mehr hinlasse. Also ich komme da später nochmal dazu, weil es war eine Frage, wie es ist, wenn Hunde Angst haben vor Menschen und so weiter. Da komme ich nochmal speziell dazu, dass es durchaus Situationen gibt, wo man an sowas denken kann, aber dann auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Aber generell so dieses auf dem Hundeplatz fremde Hunde füttern, das ja, da wäre ich wirklich vorsichtig. Genau, Anja, weil auch nicht alle alles vertragen. Es gibt immer mehr Hunde, die Allergien haben. Und ja, manchmal trauen sich die Leute dann auch nichts zu sagen, weil sie den anderen Menschen nicht vertrauen wollen. Aber ich bin da sehr strikt. okay, Ines. Also nichts Tragisches oder so. Also schlimm ist es trotzdem, aber jetzt nichts Akutes. Genau. Wo war ich? ja, beim, also genau, dahinter schauen und beim Nicht-Füttern. Also wirklich auch da schauen, ist es der Futterbeutel am Mensch oder ist es der Mensch selber, weil der Mensch Sicherheit vermittelt oder ist es die Stelle, weil da mal was passiert ist oder ist es, was kann noch der Grund sein? Es kann viele Gründe geben, weil es da besonders gut riecht, weil da in der Nähe irgendwo wild ist oder so. Ja, kann auch sein. Genau, bei der Gelegenheit gehe ich doch einfach mal in die Fragen, weil das passt jetzt richtig schön dazu, weil der Anja, ihre erste Frage war nämlich Spielzeug und die Hunde untereinander. Also ich lese euch die Frage kurz mal vor, dass ihr alle auf dem Schirm habt, von was ich jetzt gleich rede. Den Anfang lasse ich schnell weg, genau. Wir hatten die letzten 2 Jahre immer 2 bestimmte Spielzeuge zur freien Verfügung rumliegen. Also die Anja hat 2 Hunde, ne? Das waren die befüllbaren Reifen von Kong. Sie sind stabil und perfekt dafür geeignet, wenn Anton und Sally einfach mal ein bisschen alleine mit was rumspielen wollen. Das taten sie auch. Anton mehr als Sally. Streit gab es nie um diese Dinger. Andere Spielzeuge gibt es nur, wenn ich mitspiele. Ansonsten sind die immer in einem Schrank untergebracht. Nun musste ich die Reifen aber für was anderes nehmen, fürs Alleinebleiben. Ich fülle sie mit Paste und sie dürfen die bekommen, wenn sie alleine bleiben sollen, bei dem Gästezimmer. Anton zusätzlich in der Box. Es klappt wunderbar, aber ich möchte die Reifen nun nur noch für diese Zwecke geben und nicht mehr rumliegen lassen. Finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Es ist immer gut, wenn der Hund so Rituale hat und so Dinge, wo er sagt, okay, wenn ich das bekomme, bin ich kurz alleine, muss mich aber zum Beispiel nicht aufregen, ich bin ja beschäftigt. Na, finde ich auf jeden Fall erstmal gut. Lalala, wo war ich? Also beschloss ich, etwas Neues zum Rumliegen lassen zu besorgen. Es wurden die robusten Beko-Bones, das sind so Knochen aus Reisspelzen, Kautschuk. Diese finden sie allerdings so geil, dass ich sie unmöglich rumliegen lassen kann. Sally hält ihren fest und versucht, sich auch noch Antons zu nehmen. Er lässt das auch zu, allerdings wirkt die Situation nicht entspannt. Sally scheint dann immer im Stress zu sein, beide Knochen zu bewachen. Anton schleicht dabei um sie herum und wirkt traurig.
Wenn ich Sally dann einen wegnehme und ihn wieder anderen gebe, geht es von vorne los. Sie holt ihn sich bei nächster Gelegenheit wieder. Was kann ich tun? Wie sollte ich mit der Situation umgehen? Mit Futter gibt es bei uns keine Probleme. Beide können sogar nebeneinander ihre Kausachen essen oder gleichzeitig Leckerlis im Gras suchen, ohne sich in die Wolle zu bekommen. Also, dieser bestimmte Knochen scheint für Sally einfach ganz, ganz interessant, wichtig zu sein. Entweder riecht er besonders gut, vielleicht ist der vom Haptischen total schön. Irgendwas ist ja an dem Knochen, den die Sally total toll findet. Jetzt gibt es diesen schönen Gedanken, Ressourcenverknappung führt zu Ressourcenverteidigung. Wenn du nur zwei Sachen hast bei zwei Hunden, ist die Gefahr relativ groß, weil zwei Sachen kann man sich krallen, dass es da eventuell Probleme gibt. Mein Gedanke wäre jetzt, was ist, wenn du einfach 4, 5, 6 rumliegen lässt? Dann kann die Sally so viele gar nicht bunkern. Ich weiß ja nicht, wie teuer die sind und ob du da einfach noch ein paar besorgen kannst. Aber je weniger zur Verfügung ist, also vielleicht auch, ich switch mal schnell zurück, falls Fragen kommen, für euch alle, je weniger von etwas zur Verfügung ist, was wichtig ist, desto wichtiger wird es natürlich und desto wertvoller wird es, desto wichtiger ist es für den Hund, das zu sichern. Ne? Deswegen ist immer gut, wenn viele Wasserschüsseln rumstehen, wenn jeder Hund seinen eigenen Futterschüssel hat, wenn ich Spielzeug rumliegen lasse, was... da ist nichts dagegen zu sagen, wenn die Hunde nicht generell da ein Problem damit haben. Bei uns hier zum Beispiel liegt nichts rum, weil ich ja immer wieder andere Pensionshunde habe und das oft nie weiß, wie sind die denn überhaupt bei Spielzeug und so weiter. Das muss ich ja immer erst sehen. Deswegen liegt jetzt hier zum Beispiel nichts rum. Aber es ist gar nichts dagegen zu sagen, wenn man Spielzeug liegen hat, dass die Hunde sich holen können, frei zugänglich ist. Aber ich würde nicht nur zwei Sachen bei zwei Hunden liegen haben. Wenn was rumliegt, würde ich mehr liegen haben. Kann ich ja auch sagen, ich packe dann mal weg oder tausche mal aus und heute liegen mal 4, 5 von den Sachen rum und morgen irgendwelche anderen. Das kann man ja durchaus auch machen. Aber die Gefahr bei 2-2 ist halt groß, dass einer sagt, ich finde die so toll, der Kumpel kriegt nichts ab. 8 Euro, ja, das geht eigentlich. Also könntest vielleicht mal noch 2, 3 besorgen. Also einfach im Kopf behalten, Ressourcenverknappung führt zu Ressourcenverteidigung. Haben Hunde total viel Hunger und es gibt nur eine kleine Schüssel Futter, verteidigen die das natürlich, weil jeder irgendwie was abkriegen will, haben die viel Hunger und es gibt einen riesen Pott voll, können die da ein bisschen gechillt damit umgehen, ne? Um das wieder mal aufs Thema Futter umzumünzen. Und bei Spielzeug ist es ähnlich. Ja, also überleg einfach mal, ob du da noch ein paar mehr davon besorgen kannst oder einfach mal 2, 3 andere Sachen, die du eh hast, rumliegen lässt. Vielleicht ist für den Anton dann was anderes auch wichtig. Er hat ja in dem Moment nichts anderes. Er hat ja nur die Wahl, diesen Knochen zu nehmen, wenn nichts anderes rumliegt und er hätte gern was. Und wenn aber der Knochen gerade für die Sally total spannend ist, er würde vielleicht ja auch was anderes nehmen. Also gäbe es diesen Konflikt zwischen den Hunden vielleicht gar nicht. Probier es einfach mal aus. Leg erst mal ein paar andere Sachen dazu, guck mal, wie dann die Situation ist. Dann kann die ihren zweiten Knochen gerne haben. Der Anton findet irgendwas anderes. Oder wenn es wirklich dieser Knochen ist, den auch der Anton total toll findet, dann besorg einfach mal noch ein paar und mach ein paar mehr. Na, dann ist diese Frage gar nicht da, ich habe für jeden nur einen, sondern dann nehme ich halt einen anderen. Dann hole ich mir halt einen anderen. Na, ich glaube, du weißt, was ich damit meine und was da der Hintergrund ist. Also Ressourcenverknappung führt zu Ressourcenverteidigung. Ich lese kurz. Also mal Futter bei Menschen, Kontakt weglassen. Nicht unbedingt, Carmen, ich komme bei deiner Frage nochmal darauf zu sprechen. Es ist nur die Frage, wie. Ne? Es ist die Frage, wie. Generell muss es nicht, aber es ist die Frage, wie. Meine Hunde dürfen von Fremden nie gefüttert werden normalerweise. Ja, also ist das auch mein Reden. Ist bei meinen Hunden genauso. Es sei denn, ich gebe was frei. Oder der andere gibt mir was, damit ich das meinen Hunden füttern kann. Also die Möglichkeit haben wir ja auch. Ich lese mal schnell kurz weiter. Super Idee. Gerne, Anja, einfach probieren. Sabine, ich füttere meine Hunde im gleichen Raum, aber in getrennten Ecken, weil es am Anfang Probleme gab. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ist es sinnvoll, nun die Näpfe nebeneinander zu stellen zum Füttern oder soll ich das besser sein lassen?
Leckerli geben nebeneinander ist kein Problem. Also, was ich auch mache, wenn Hunde neu kommen und ich das noch nicht einschätzen kann, dass ich die auch erstmal, also ich fütter selten in einem ganz anderen Raum, wenn, dann hat es einen anderen Hintergrund, weil ein Hund zum Beispiel alt ist und eben total langsam frisst und auch der seine Ruhe haben soll. Na, also es gibt schon auch Gründe, warum ich Hunde mal in einen anderen Raum nehme, aber in der Regel möchte ich schon auch, dass die zusammenfressen, aber auch oft erstmal auseinander und ich schiebe Stück für Stück näher. Also ich nehme nicht von weit auseinander zu und jetzt nebeneinander, sondern ich schiebe einfach, der eine bleibt da, wo er ist, da, wo später mal beide stehen sollen und schiebe bei jeder Fütterung vielleicht 10 cm näher ran. Weil dann merke ich nämlich auch, wann es irgendwann mal angespannt ist, wenn man merkt, okay, jetzt ist es vielleicht zu nah, dann gehe ich wieder 10 cm weiter und mache ein paar Tage die 10 cm weiter. Also ich schiebe nicht wieder zurück in die Ecke, sondern ich bleibe an dem Stand, wo es noch gut ging. Und wenn man das dann ein paar Tage gemacht hat, kann man wieder ein bisschen näher schieben. Also ich würde dir einfach den Vorschlag machen, du schiebst langsam näher. Wenn das dein Ziel ist, dass die irgendwann relaxed nebeneinander fressen können, das können meine auch, ist auch nie ein Problem. Die haben auch gelernt, dass man nicht zu der anderen Futterschüssel geht, solange da der Hund noch ist. Wenn die fertig sind und weggehen, dann kann man da gerne mal reinschauen. Aber solange einer an der Schüssel ist, wird er halt nicht gestört. Also das kann man ja seinen Hunden alles kommunizieren. Na, aber damit du nicht diesen Schritt von ich fütter in zwei Ecken, dann auf einmal nebeneinander, damit du diesen großen Schritt nicht machst, schieb einfach Stück für Stück näher. Dieses Stück-für-Stück-Arbeiten ist halt super, weil man einfach genau merkt, wo der Moment ist, wo es vielleicht wieder ein bisschen schwieriger wird. Und dann kann man erstmal diesen Stand absichern, erstmal wieder 10 cm zurück und diesen Stand absichern. Und wenn ich dann merke, okay, das ist jetzt gar kein Thema mehr, wir sind vielleicht schon 2 Meter weiter dran, wie ganz am Anfang, das ist jetzt kein Thema mehr, dann gehe ich wieder ein Stückchen weiter. Bettina, muss ich jetzt unterbinden, wenn beide Hunde gefressen haben und einer lässt was übrig, dass der andere sich den Rest holt? Das kommt darauf an, warum der was übrig lässt. Da würde ich ganz genau drauf schauen, warum der was übrig lässt, weil es ganz oft ein Wegschicken ist. Also hab da ein gutes Auge drauf, warum einer geht und noch was in der Futterschüssel ist. Hat der wirklich keinen Hunger mehr? Schatzi, was ist los? Hat er wirklich keinen Hunger mehr und geht? Oder steht der andere irgendwie so da und stiert ihn an oder hat irgendeine Körpersprache und sagt ihm, geh weg, weil ich will deinen Rest haben. Da würde ich eben gut drauf schauen. Das ist wichtig, dass man solche Dinge sieht, weil ich es dann wegschmeißen. Ja? Aber es muss wirklich genau geguckt werden, schickt der eine nicht den anderen weg. Ich hatte mal eine Einzelstunde, ich habe das in irgendeinem anderen Webplatz schon erzählt, ich hatte auch mal eine Einzelstunde, da ging es auch drum, naja, und der frisst dann halt nicht alles auf und dann geht halt der andere hin. Und dann habe ich so, okay, fütter mal, ich möchte das mal sehen. Und das war so deutlich, dass der schneller fertig war, dem anderen gesagt hat, wenn du jetzt nicht gleich weggehst, greife ich dich an. Und dann ist der halt getrollt und die Leute dachten, das ist alles in Ordnung. Also schau da gut drauf, beobachte das mal gut. Das würde ich sofort unterbinden, wenn das der Grund ist, weil jeder hat das Recht, also das kann vielleicht auch für euch in den Köpfen mal verankert sein, jeder Hund hat das Recht, in Ruhe zu fressen. Kein Hund muss sich gedrängt fühlen von dem anderen Hund, weil der schon nebendran steht und glotzt. Kein Hund soll Angst haben, dass ihm was streitig gemacht wird. Ne? Dafür seid ihr als Mensch zuständig. Der Mensch verwaltet, der Mensch ist dafür zuständig, zu gucken, dass die Hunde in Ruhe ihre Sachen haben können, in Ruhe fressen können. Also guck einfach drauf. Ist das alles total gechillt und einer geht, weil er fertig ist und es ist noch was da? Ich würde vielleicht trotzdem, ich muss bis hoch springen, weil ich sonst die ganzen Fragen hier verpasse, ich würde trotzdem nachfragen lassen. Also, dass der andere Hund nicht einfach hingeht, weil er sagt, der geht jetzt, ich hol mir das, sondern stell dich da erstmal daneben, sicher erstmal oder mach erstmal klar, guck mich an, ich überlege und wenn ich sage, du darfst es noch haben, dann darfst du es noch haben. Ja, oder irgendwie bei uns ist es so, wenn ich eine Schüssel nehme, also meine Hunde gehen nicht ran, wie gesagt, und wenn irgendwo noch was drin ist, dann nehme ich die Schüssel und dann teile ich halt nochmal auf, zum Beispiel. Na, dass ich sage, jetzt kriegt der noch einen Happen und der noch einen Happen. Das mache halt ich und nicht der Hund entscheidet selber, dahin zu gehen. Hört ihr die jammern? Die hat Hunger. Ist auch ein Pensionshund.
Ines, meine Hunde sind beide aus dem Tierschutz und ich kann wirklich alles an Spielzeug rumliegen lassen, gibt keinen Stress. Kommt ein Besuchshund, dann kann der damit spielen, haben irgendwie keine Spieljunkies. Da bin ich wirklich froh. Ja, das ist super, wenn Hunde da kein Thema damit haben. Bei uns können zum Beispiel auch alle Hunde, also Spielzeug, wie gesagt, liegt nicht rum, aber wenn wir Futterspiele machen und ich kann das bei den Pensionshunden gut einschätzen, dass die da auch kein Problem damit haben, dann kann ich Futterspiele, ich kann in die Riesenmenge von 20 Hunden, kann ich Leckerli schmeißen. Es gibt keinen Stress unter den Hunden. Wenn es Stress gibt bei einem Hund, der neu dazukommt, dann trainieren wir das, dass der lernt, dass es keinen Sinn macht, sich da zu streiten, weil sonst hat man Pech gehabt. Und kann ich vielleicht kurz sagen, wie ich das mache, bevor ich weiterlese? Ich will nur keine Frage verpassen. Ich nehme Hunde, die neu dazukommen und wo ich das noch nicht genau einschätzen kann, immer erstmal in die Schleppleine. Das heißt, ich habe in so einer Menge trotzdem Zugriff auf diesen Hund, ohne in den Pult rein zu müssen, wenn die da fressen. Ich streue, wenn neue Hunde dabei sind, nicht, ich haue nicht gleich alles Futter auf den Haufen zum Beispiel. Also Futterspiele sind toll, Hunden zu lernen, dass es keinen Sinn macht, sich um Futter zu streiten. Und dass man nicht konkurrieren muss, wenn es um Futter oder andere Sachen geht. Ne? Aber dann schmeiße ich nicht alles auf den Haufen, sondern mache eine Linie zum Beispiel, dass sich das erst ein bisschen verteilt, aber dass trotzdem alle gleichzeitig dann suchen können. Und wenn ich merke, dass ein Hund ein Problem damit hat, dann hole ich den einfach raus, dann ist für den das Spiel beendet. Das heißt, er lernt, wenn ich mich benehme und normal nach meinen Spielregeln da mitspiele, nach den Menschenspielregeln, dann darf ich mitmachen. Und wenn ich das nicht tue, muss ich zuschauen. Bin ich der Loser. Und so lernen die relativ schnell, dass es keinen Sinn macht, da Konkurrenz zu spielen oder irgendeinen wegzublaffen oder so. Also da habe ich ganz, ganz, ganz gute Erfahrungen damit. Und da bricht man das auch so ein bisschen auf, dass ein Hund sagt, ich muss das ja nicht. Ne? Und auch für die anderen Hunde einfach dieses Vertrauen da ist. Der Mensch beobachtet es, der passt da auf. Ich kann da in Ruhe schnüffeln und in Ruhe suchen. Ich lese schnell noch weiter. Bei der Ines, bei Leckerlis geht entspannt bei meinen beiden, aber bei einem dritten Hund werde ich immer vorsichtig, also immer erstmal gucken. Und da bin ich auch konsequent bei Besuchsfrauchen oder Herrchen. Genauso ist es bei mir eben auch, was ich gerade gesagt habe. Da wird halt erstmal nicht alles auf den Pult geschmissen, sondern ein bisschen verteilt. Da wird der Neue erstmal an der Schleppleine, also so, dass ich halt eingreifen kann, ohne direkt an den Hund zu müssen. Weil da dann mit der Hand reinzulangen und einen Hund rauszuholen, kann halt auch schief gehen. Deswegen ist da einfach die Schleppi dran, dann kann ich rausangeln. Na, das kann man ja ein bisschen über Management erstmal so ein bisschen beobachten. Und dann kann man immer ein bisschen steigern, ein bisschen steigern. Die zwei Mädels, Heidi lese ich gerade, die zwei Mädels fressen nebeneinander, nur Shadow bekommt etwas Abstand, weil er manchmal was anderes bekommt aus Gesundheitsgründen. Genau, solche Gründe sind völlig okay, wenn man dann sagt, das zeugt ja auch was ist da vorne jetzt los? Entspann dich mal, Schatzi, muss keiner rumbrummeln hier. Zeugt davon, dass ihr Verantwortung zeigt, einfach den Hunden auch gegenüber. Solche Dinge halt auch im Kopf habt und nicht einfach kopflos irgendwas tut, sondern wirklich drüber nachdenkt. Gerne, Sabine. Lori, ich weiß nicht, wie du wirklich heißt. Heißt du wirklich Lori? Aber ich sage jetzt einfach mal Lori, das steht hier. Ich füttere inzwischen in einem Abstand von jeweils 2 Meter bei 4 Hunden. Früher wäre das nicht möglich gewesen. Meine grantige alte Hexe hat sofort andere Hunde intensiv attackiert. Ja, aber dann hast du ja gut trainiert und deinen Hunden diese Ruhe und dieses Vertrauen gegeben. Und das ist super. Ich denke auch immer, das muss ja auch nicht sein. Wenn ich einen Hund habe, der ein Problem damit hat, wenn ein Hund in der Nähe ist, und ich habe die Möglichkeit, ein bisschen Abstand zu schaffen, dann kann ich das ja machen. Natürlich finde ich schon wichtig, dass Hunde lernen müssen, da mit Ruhe ranzugehen, weil man weiß nie, was mal unterwegs auch ist, was man mal findet oder was für Situationen kommen. Also finde ich schon wichtig, dass man das trainiert oder da einfach immer ein gutes Auge drauf hat und dranbleibt. Aber man muss ja nichts übers Bein brechen. Also man kann ja wirklich über ruhiges, langsames Training den Hund dahin führen. Christina, guck den Rest nachher, weil der Bub raus muss. Schönen Abend noch. Sabine, ich habe mit Zoe das Problem, wenn sie zum Beispiel im Garten bei uns liegt und der Topolino auch zu uns kommen will, geht sie ihn ganz grob an. Ist er vorher schon bei uns und sie kam dazu, passiert nichts. Sind in diesem Fall wir die Ressource oder ist das territorial oder beides? Futterwerfen im Garten geht gut, da gibt es keinen Stress. Wie kann ich dieses Verhalten abbauen?
Es ist immer an einer bestimmten Stelle, dann kann es die Stelle sein. Also wenn es eine bestimmte Stelle im Garten ist, wo ihr gemütlich sitzt zum Beispiel, wo einfach für, warte mal, wer, der Topolino, wenn da schon liegt, wenn das für ihn oder für euch so mit einem ganz bestimmten Gefühl verbunden ist, da geht es euch immer gut, da ist es total schön, dann kann es diese Stelle sein. Das kann natürlich auch, das könnt ihr auch als Mensch sein, dann würde sie es aber auch in anderen Situationen zeigen und nicht nur im Garten. Also wenn sie es innen, kannst du ja mal kurz schreiben, ob sie es innen auch zeigt, wenn sie dazu kommt oder ob das nur im Garten ist, dann liegt es vermutlich eher am Garten, an dem Territorium vielleicht tatsächlich, weil sie da andere Aufgaben sieht wie im Haus. Also das muss man halt auch immer ein bisschen mit beachten. Was hat der Hund von der Genetik her, was liegt in ihm drin, was hat er für Aufgaben? Hunde, die territoriales Verhalten haben, was auch nichts Schlimmes ist, weil es auch was Normales ist, wird ja auch oft verteufelt, genau wie Jagdverhalten. Was kann aber denn der Hund dafür? Ich sage immer, euer Hund kann nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Man muss lernen, damit zu leben und nicht dagegen zu arbeiten, sondern damit zu arbeiten. Aber es kann eben sein, dass das dann ins Spiel kommt, dass sie da eine andere Aufgabe sieht. Und deswegen so auslöst. Sie geht, warte, ich lese nochmal schnell, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Sie geht, also er liegt bei euch und sie kommt dazu und sie geht ihn an. Wenn es umgekehrt ist, ist es kein Problem, ne? Habe ich richtig verstanden? Nein, sie liegt bei euch und er kommt. Ah, ich muss nochmal lesen. Genau. Sie liegt bei euch und er kommt dazu. Da gibt es also aus dem Gefühl raus, aus dem Bauch raus, würde ich sagen, zwei Möglichkeiten, die du ja mal durchdenken kannst und überlegen kannst, was besser passen würde. Du könntest, wenn du das weißt, aufstehen in dem Moment und die Situation auflösen. Erstmal. Und weil es ja irgendwie diese Kombi ist, ne? Und wenn du siehst, der Topolino kommt und du weißt, okay, die Zoe löst jetzt vielleicht gleich aus, und du stehst auf in dem Moment, dann löst du erstmal dieses Konstrukt auf, das die Zoe vielleicht im Kopf hat, weil auf einmal irgendwas anders ist und du nicht darauf wartest, dass was passiert oder sie eben diesen Film, den sie immer fährt, auch fahren kann. Also könntest du einfach mal sagen, in dem Moment stehe ich auf, laufe 3, 4, 5 Schritte, gehe wieder hin. Nimm den Topolino zum Beispiel mit und geh mit dem Topolino zusammen hin oder so. Das könntest du auf jeden Fall mal probieren. Manchmal hilft so in der Situation einen Punkt zu ändern schon, weil viele Hunde sowas ritualisieren. Die weiß vielleicht, vielleicht war mal ein Grund, den weiß sie aber vielleicht gar nicht mehr. Aber die findet es halt irgendwie lustig, da ihren Stress abzubauen. Oder sagt sich, das gehört so. Das war jetzt schon so oft und das gehört irgendwie dazu. Also oft ritualisieren Hunde bestimmte Dinge. Und wenn ich dann an einem Schräubchen drehe in einer Situation, also eine Situation irgendwas ändere, dann kann das oft dazu führen, dass es auf einmal die Situation auflöst. Also steh mal auf, geh mal zum Topolino, nimm den Topolino mit zu euch, weil er will ja zu euch, setz dich wieder hin, guck mal, was das mit Zoe macht. Also das wäre so ein Gedanke, den du auf jeden Fall mal testen könntest. Was du auch mal testen kannst, ist in dem Moment ihr eine Aufgabe zu geben, damit ihre Gedanken woanders hingehen. Du siehst ihn kommen, du gibst ihr irgendeine Aufgabe. Schmeißt Leckerli für sie, geh suchen. Oder je nachdem, ob sie sitzt, liegt, so, gibst du ihr irgendein Signal, das sie gut kann. Das ist auch sowas, was sowas erstmal auflösen kann. Dann kann der Topolino in Ruhe kommen und dann ist das Thema vielleicht auch gegessen. Also in beiden Fällen auch eigentlich das, was immer bei Ressourcen wichtig ist, erstmal so in diesen Stress reingehen und zu gucken, wie kriege ich den da raus? Wie kriege ich diesen Stress erstmal aus dieser Situation raus und dann gezielter noch vielleicht zu trainieren? Und dann ist irgendwann mal vielleicht ein bisschen mehr Ruhe drin, dann kann ich natürlich ganz viel Lob schicken, kann ganz viel diese Ruhe, die der Hund oder diese Anspannung, die er langsam verliert, ich kann das dann eben markern oder positiv bedenken. Aber wir müssen immer erstmal in diesen Stress rein. Ne? Wenn es um dieses Thema geht. Probier das mal aus und kannst ja dich mal melden, was gewirkt hat. Es ist immer, wenn sie schon vorher bei uns ist. Innen auch. Okay, dann bist es vielleicht doch du. Aber auch da kannst du ähnlich vorgehen.
Da kannst du ähnlich vorgehen. Einfach dich selber erstmal entziehen, damit ja ihr auch so ein bisschen den Sozialkontakt entziehen. Na, es ist immer wichtig, dass die Hunde ins Nachdenken kommen, warum jetzt was wie passiert. Und ich kann ja auch sagen, das gefällt mir nicht, ich gehe. Wenn du blöd tust, wenn du bei mir bist und du tust blöd, wenn ein anderer kommt, dann macht ihr das alleine aus, da habe ich keinen Bock drauf. Na, diesen Gedanken kannst du ja auch fahren. Und das hat nichts damit zu tun, dass man aus einer Situation flüchtet, sondern einfach zu sagen, boah, ich habe doch mit eurem Problem nichts zu tun. Na, macht ihr das aus, ich gehe. Also ne, dieser Hintergedanke kann ja auch dabei sein, damit sie einfach ins Nachdenken kommen, weil das finden die Hunde doof. Sie will ja nicht, dass ein anderer zu euch kommt, aber sie will schon gleich gar nicht, dass du gehst. Also kann das auch dazu führen, dass sie sagt, okay, ich reiß mich zusammen, weil sonst ist dann mein Frauchen auch weg. Ne? Also kann auch gut funktionieren. Ines, Entspannung beim Fressen ist total wichtig, ja, finde ich auch, finde ich total wichtig. Wir hatten erst ein Trenngitter, damit die zwei sich sehen konnten. Später stand ich dazwischen und mittlerweile kein Problem mehr. Aber es hat bestimmt 2 Jahre gedauert. Ergebnis toll. Super, dass ihr das so gemacht habt. Auch das finde ich total wichtig. Das, was ich vorhin auch bei, wer war's? Die Sandra? Sabine? Irgendwas mit S? Sabine. Was ich gesagt habe, ne? Dass man das wirklich stückchenweise macht. Trenngitter ist auch super. Das kann auch gut funktionieren. Oder ich habe irgendeine Tür, ich habe eine Glastür, wenn ihr zu Hause eine Glastür habt, wo man erstmal sagt, die sehen sich, aber sie können noch gar nicht riechen, hat der andere auch was Tolles, aber sie sehen sich zumindest, dann kann man es auch relativ nah machen. Na, das ist auch eine gute Möglichkeit. Oder man hat halt beide wirklich irgendwo angebunden, dann ist halt mal innen drin auch die Leine dran und ich mache da einen fest und da einen und ich beobachte erstmal. Und immer, wenn ich merke, jetzt ist die Entspannung ein bisschen mehr da oder es ist die Anspannung nicht mehr so da, sagen wir es lieber mal so rum, dann kann ich sagen, okay, dann setzen wir wieder ein Stückchen zusammen und dann setzen wir wieder ein Stückchen zusammen. Das hatte ich sie schon, als wir sie bekommen haben. Wenn ich ihn hole und zu uns bringe, geht sie ihn trotzdem an. Weil trotzdem du ja noch im Spiel bist. Versuch mal, dich aus dem Spiel zu nehmen, Sabine. Versuch mal, dich ihr zu entziehen. Sie will dich in dem Moment für sich haben. Das ist aber ja deine Entscheidung. Einer der meistgesagten Sätze hier bei uns auf dem Hundeplatz, wenn es um irgendwas geht, kommt immer von mir, entscheidest du das oder entscheidet es dein Hund? Ne? Also es ist deine Entscheidung, dass der Topolino da auch zu euch darf und nicht der Zoe ihre Entscheidung. Also entzieh dich mal und guck mal, ob sie da ins Nachdenken kommt und sagt, okay, finde ich genauso blöd, dann reiße ich mich vielleicht lieber ein bisschen zusammen. Ah, die Lori heißt Laura. Okay, super, Laura. Wir haben es damals trainiert, indem jeder einzeln gefüttert wurde und die anderen Hunde im Hundebett gewartet haben. So haben wir den Stress rausbekommen und sind dann langsam umgestiegen auf alle essen gemeinsam. Ist auch eine gute Möglichkeit, ist eine richtig tolle Möglichkeit. Da müssen die anderen natürlich aber gelernt haben, auch wirklich zu warten. Na, ist auch eine Übungssache, ist aber auch eine Möglichkeit, natürlich. Mit viel Distanz, bis die Distanz immer weniger wurde mit der Zeit. Inzwischen wird die Hex nur noch giftig in Urlaubssituationen, sprich, wenn die Räumlichkeiten fremd sind. Das würde ich aber auf ihr Grundstress-Thematik schieben in fremde Umgebung. Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, diesen Hintergrundstress immer ein bisschen mit dem Auge auch haben, weil das kann das halt auch beeinflussen. Na, wenn Hintergrundstress da ist, kann das so ein Thema nochmal ein bisschen anschieben. Genau. Aber wie gesagt, es ist ja auch nicht schlimm. Und wenn man es weiß, kann man ja managen und kann man es ja umgehen. Ich habe euch vorhin erzählt von meinem Mio, der nur in seiner Box frisst, weil er einfach diese Sicherheit gebraucht hat. Es kommt keiner an ihn ran. Also am Anfang mussten alle weg. Irgendwann waren wir so weit, dass er in der Box fressen konnte, aber die Tür musste zu sein und keiner kam in die Nähe. Jetzt geht er noch in die Box, die steht noch da, die findet er toll, das ist seine Sicherheit, aber ich muss keine Türen zumachen. Der geht halt in die Box und frisst da. Und dann hatte ich ihn das erste Mal vor 2 Jahren mit dem Urlaub an der Ostsee und habe da überhaupt nicht dran gedacht. Und ich wollte im Zimmer füttern und mein Mio hatte total Panik. Wo ist seine Box? Wo kann er hin? Was ist los? Obwohl so mit Futterspielen oder so mit meinen Hunden kein Problem mehr gab zu dem Zeitpunkt. Aber das Füttern in der Schüssel, also diese Situation,
Da war er völlig überfordert. Wir haben dann einen guten Weg gefunden mit dem Badezimmer. Der hat dann halt im Badezimmer gefressen und die Tür war zu und später dann angelehnt nach ein paar Tagen. Aber da muss man halt einfach gucken, wie kommt man aus so Situationen so raus, dass man dem Hund das Bestmöglichste trotzdem bieten kann. Hannelore, wird dabei die Reihenfolge immer eingehalten? Du meinst die Reihenfolge des Freigebens? Da habe ich letztens auch irgendwie, hat bei irgendeinem Namensvideo, glaube ich, oder so, bei mir einer eine Frage drunter gestellt, warum ich immer dieselbe Reihenfolge nehme. Es kann, es muss nicht. Also mein Thema bei mir ist, Mio ist wieder das Beispiel, der braucht unheimlich viel Klarheit. Na, es war ja ein ehemaliger Panikhund, der jetzt total super ist, aber er braucht so dieses Gefühl, dass er weiß, was kommt. Dann kann der sich da voll mit einklinken und da kann der sich voll mit drauf einlassen. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich die Reihenfolge immer gleich habe, sowohl beim, also wenn alle freigegeben werden, werden alle freigegeben, aber wenn ich einzeln freigebe, wenn ich Namensspiele mache, wenn ich Futterschüssel hinstelle und sie dürfen zum Futter, habe ich die gleiche Reihenfolge, weil ich auf mein Mio achte. Ich halte immer ganz viel davon, je mehr Hunde man hat, desto mehr sollte man darauf schauen, dass man sich so am schwächsten Glied der Gruppe orientiert, was der für Bedürfnisse hat, weil die anderen können das dann gut mitleben. Ne? Deswegen ist das bei mir die gleiche Reihenfolge. Wenn ich aber merke, also Mio kommt immer hinter Dori. Wenn ich aber merke, weil das ist so das, was er braucht. Ne? Wenn ich merke, dass zum Beispiel der Pepe kommt nach der Donna. Wenn ich merke, es fällt der Donna ihr Name und der Pepe wird total fipsig, weil er weiß, jetzt ist er dran, dann überspringe ich den schon ganz gerne mal. Na? Also da kann man dann auch einfach mal variieren. Und manchmal mache ich es auch bunt durcheinander und am Schluss nochmal irgendeinen anderen. Ich habe aber so in der Regel die gleiche Reihenfolge wegen Mio. Gibt aber Gründe, warum ich auch mal ändere. Aber für Mio selber bleibt, er bleibt immer hinter der Dori. Also Rituale geben Halt, solche Dinge sind wichtig, aber im Endeffekt ist das auch wieder eure Entscheidung, eure Entscheidung und das muss ein Hund auch, das müssen die Hunde auch akzeptieren. Die müssen auch akzeptieren, wenn ihr sagt, und jetzt kriegt einer mal am Schluss nochmal viel, viel mehr. Oder einer kriegt was ganz, ganz Tolles und die anderen kriegen vielleicht mal nur Trockenfutter oder so. Na, im Alter kriegen Hunde auch oft unterschiedliche Sachen. Oder es gibt Hunde, die einen vertragen. Also meine Hunde werden gebarft. Der Aragon ist ja Allergiker. Der verträgt nur bestimmte Sachen. Der verträgt zum Beispiel nur Pferd und kriegt natürlich auch immer mal Barf als Pferd, Pferdebarf. Aber der kriegt auch ganz viel Pferd pur, also aus der Dose, Nassfutter. Und da vegetarische Kringel mit rein oder so. Ne? Und wenn nebendran das beste Barf steht, ist das trotzdem für den kein Thema. Also das entscheiden immer wir. Wir verwalten die Ressourcen, wir achten drauf, wir gehen fair damit um. Das heißt, verwalten heißt nicht, ich kann meinem Hund alles wegnehmen. Nein, 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 wir gehen fair damit um. Aber die Hunde sollen nicht das Gefühl haben, dass sie sich da einklinken müssen und dass sie Konkurrenzen aufbauen müssen untereinander und dass sie darauf achten, dass ja jeder das Gleiche kriegt. Das müssen die Hunde nicht, ist nicht ihr Job. Gute Sache, Anke, mit den Schlafkörben, da wollte ich nämlich auch noch was dazu sagen. Ich lese nur schnell von der Bettina die Frage. Ich habe eine Frage zum Thema Zweithund. Unser Nico ist bei Junghunden und größeren Rüden intakt ungeschmeidig, ist eine schöne Beschreibung. Hinzu kommt, dass er eher ein Einzelgänger ist und mit anderen Hunden nicht wirklich was zu tun haben möchte. Da haben wir schon zum Beispiel die Richtung, warum es dann vielleicht auch gerade mit anderen Rüden nicht so toll ist. Er knurrt, wenn ihm einer zu nahe kommt. Spielzeug, Futter und Streicheleinheiten werden verteidigt. Kann eine Zusammenführung mit einem Welpen trotzdem gelingen? Natürlich kann das gelingen, wenn man da ein gutes Auge drauf hat. Also, wenn er knurrt, knurren, erwähne ich immer, immer wieder, knurren ist keine Aggression. Knurren ist Kommunikation und zeigt eigentlich nur, dass dem Hund die Situation gerade unwohl ist. Und wenn man dann da richtig damit umgeht, dass der Hund lernt, okay, es wird verstanden, ich muss nicht eins draufsetzen, weil schwierig wird es immer, wenn sie eins draufsetzen müssen. Wenn die wissen, ihr Knurren reicht, um dem Gegenüber zu sagen oder mitzuteilen, was gerade die Motivation ist,
dann gehen die in ihrer Eskalationsleiter ja nicht weiter. Die gehen ja nur weiter, wenn sie sagen, okay, Knurren bringt mich zu nichts. Ich knurr, der Doofkopf kommt trotzdem weiter auf mich zu, also muss ich deutlicher werden. Ne? Oder ich knurre, weil mein Mensch mir zu nahe kommt, wenn ich fress. Ich knurre, der Mensch sagt, boah, du knurrst mich aber nicht an und nimmt erst recht das Futter weg. Ne? Solche Zeitgenossen gibt es ja auch. Natürlich lernt der Hund dann, okay, beim nächsten Mal muss ich deutlicher sein und schneller sein. Wenn ich aber dem Hund klar mache, es ist okay, wenn du knurrst. Ich finde es ja gut, dass du es anzeigst, weil dann kommen wir in keinen Konflikt rein. Und ich kann einem Welpen, kann ich das genauso beibringen. Ich kann einem Welpen auch sagen, wenn der dich anknurrt, halt Abstand. Viele haben das im Gefühl und machen das, wenn der Hund deutlich ist. Es gibt aber natürlich auch so überdrehte Welpis, die sagen, boah, ist doch alles lustig. Ne? Dann bin ich als Mensch halt gefragt. Also wenn du einen Welpen hast, und einen älteren Hund und der ältere knurrt, wenn der Welpe in die Nähe kommt, dann sage ich meinem Welpen erstmal, da ist eine Grenze, da gehst du jetzt nicht hin. Ja, dann kann nämlich dein älterer Hund sagen, okay, vielleicht muss ich gar nicht knurren, weil mein Mensch achtet ja auch drauf, dass ich nicht belästigt werde. Und dann kann man sich annähern, dann nähern die sich an. Also ich finde das, was du schreibst, auf keinen Fall einen Grund zu sagen, ich will keinen zweiten Hund. Aber man muss natürlich, wenn man weiß, der erste Hund will da gar nicht so, der ist eher der Einzelgänger, einfach drauf schauen. Vielleicht ist er auch gar nicht eher der Einzelgänger, aber es sind halt nicht die richtigen. Vielleicht, also auch Einzelgänger finden Partner oder finden Hunde, mit denen die einfach gut klarkommen. Weil das oft welche sind, die eigenen, also die die gleichen Intentionen haben oder die einfach gleich ticken. Dann kann man auch sagen, okay, das sind zwei, die brauchen jetzt nicht den großen Trubel, aber die leben total gut und gerne und schön miteinander. Also ich würde mir einfach gut Gedanken machen, was könnte der zweite sein? Wie könnte der von den Anlagen sein? Wie sollte der von den Anlagen sein? Aber eine Zusammenführung mit einem Welpen, also ich würde es nie ausschließen, dass es nicht funktioniert. Es gibt schon auch immer mal Hunde, wo ich sage, das ist ein typischer Einzelhund, aber das zeigt sich noch in vielen anderen Dingen auch. Also nur weil der jetzt mit Junghunden nichts zu tun haben will oder kleine Sachen erstmal für sich haben will, das ist keine Aussage gegen einen anderen Hund. Anke, genau, Schlafkörbe. Es ist zwar friedlich, aber meine Gewohnheitshunde Lobo und Onyx laufen dann immer ratlos 5 Minuten durch die Wohnung, bis sie zur Ruhe kommen und in ein freies Körbchen gehen. Muss ich ihnen die Körbe zuweisen oder lasse ich es so wie immer? Körbe zuweisen, das ist immer wieder so ähnlich wie vorhin bei dem Spielzeug. Ressourcenverknappung führt zu Ressourcenverteidigung. Wenn du nur so viel Schlafkörbe oder generell an euch alle, wenn ihr nur so viel Schlafkörbe oder Schlafmöglichkeiten für den Hund, für die Hunde habt, wie ihr Hunde habt, dann ist eher die Gefahr, dass da mal Probleme gibt, wie wenn die freie Auswahl haben. Also bei uns in der Hundepension zum Beispiel ist es so, man liest ja häufig, die sollen was Eigenes mitbringen, ein eigenes Körbchen, ein T-Shirt vom Menschen, was auch immer. Ist bei uns nicht, weil wir ja reine Gruppenhaltung haben, die sind ja mit hier drin. Ne? Deswegen hört man das Gejammer vielleicht von der einen gerade so ein bisschen. Die kriegt zu Hause, glaube ich, viel früher ihr Futter wie jetzt bei uns. Und wenn da was Eigenes mitgebracht wird und es legt sich da ein anderer Hund rein, dann ist natürlich die Gefahr, dass der sagt, oh, ich bin hier fremd und mein eigenes wird jetzt auch noch belegt, viel größer, wenn alles total neutral ist. Ne? Es stehen Sofas rum, es stehen Körbe rum, Körbe in verschiedenen Materialien. Wir haben so viele verschiedene Sachen hier, da findet jeder irgendwas, wo er schlafen will und es gibt nie Stress. Bei eigenen Dingen gibt es Stress. Das heißt, hat jeder Hund sein eigenes Körbchen und da legt sich dann mal zufällig ein anderer hin, ist der Stress vorprogrammiert oder auf jeden Fall größer, wie wenn ihr sagt, mir ist es eigentlich völlig egal, wo ihr liegt, Hauptsache ihr legt euch und seid ruhig. Na? Ich kann meinen Hund schon mal, es gibt ja auch so Platztraining, Deckentraining, ich kann auch schon mal sagen, du legst dich jetzt da in dieses Körbchen und gibst Ruhe, aber da gebe ich das ja wieder an. Na, dann sage ich ja wieder da rein und Ruhe. Ich sage zum Beispiel oft, wenn es sehr unruhig ist, sage ich, jeder sucht sich einen Platz. Das ist so mein Reden immer. Jetzt ist Ruhe, jeder sucht sich einen Platz und dann verteilen die sich und mir ist es egal, wo wer liegt. Sollte halt auch, da sind wir wieder dabei, was ist wichtig für einen Hund? Ach komm, Mola.
Man verhungert nicht so schnell. Du schon wahrscheinlich, ne? Süße. Sollte halt auch wieder zum Beispiel, wenn jetzt nur ein Körbchen neben dem Sofa liegt, steht, wo die Menschen sind zum Beispiel. Das kann natürlich dann wieder wichtiger sein, wie weiter weg. Also einfach so, schau einfach so ein bisschen drauf, wie sind die verteilt. Aber Körbe zuweisen würde ich persönlich nicht. Also bei uns darf jeder überall hin. Ines, hab mal eine ganz andere Frage. Meine Freundin hat eine kleine Hündin, 5 Monate alt. Wenn sie zu meinen beiden Hunden kommt, leckt sie penetrant das Maul meiner Hunde ab. Meine Hündin hat damit kein Problem. Sie leckt einfach auch das Maul der kleinen Hündin. Dann hört diese auf. Mein Rüde knurrt und warnt, bis ich eingreife. Er hat eine super Beißhemmung. Warum macht die Besuchshündin das? Sie wird bald einige Zeit bei uns sein. Ich möchte meinem Rüden den Stress gar nehmen. Will sie, dass Futter ausgewirkt wird? Mit 5 Monaten glaube ich das jetzt fast nicht mehr. Bei vielen Hunden ist das Beschwichtigungsverhalten. Also dieses im Maul, ans Maul lecken von größeren, älteren Hunden kann Beschwichtigungsverhalten sein, dass sie einfach, weiß nicht, ob die Stress hat, muss nicht unbedingt Stress sein, aber dass sie einfach sagt, okay, ich bin hier fremd und ich mache mal gut Wetter. Ja, ich bin einfach mal freundlich, ich mache gut Wetter. Also ich habe hier auch Hunde, die das machen. Mein Lasko, mein Pflegi, den ich letztens da hatte, der macht das total gern. Ich habe gerade eine Hündin auf Pension, die mein Pebe liebt und das beim Pebe ganz viel macht. Also es kann auch Pflegeverhalten sein, freundliches Verhalten sein. Das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Das mit dem Futter würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen mit 5 Monaten. Es kann beschwichtigend sein, es kann gut Wetter machen sein, was ja ähnlich ist. Ich weiß nicht, wie oft ihr die schon gesehen habt, das kann einfach ein Liebesbezeugnis sein, also einfach ein positives Ritual sein. Wenn deine Hündin kein Problem damit hat, dann lass sie abschlabbern. Also meine Dori, wenn der Lasko kommt, die steckt halt auch den Kopf hoch und denkt sich, boah, der schon wieder, aber lässt jetzt zu. Dem Pepe zum Beispiel, wenn ein Hund sehr viel abschlabbert, dem wird es irgendwann mal zu viel, dann beißt, also dann zwickt der kurz ab und dann ist die Sache aber auch gegessen. Also wenn dein Hund es nicht macht, ich lese nochmal schnell, meine Rüde knurrt und warnt, bis ich eingreife. Also eigentlich, wenn dein Hund knurrt, das sind wir wieder bei dem Thema gerade, dann müsste die andere aufhören. Und wenn die nicht aufhört, dann schick sie da weg. Helf deinem Rüden, damit er nicht deutlicher werden muss. Na? Also wenn der knurrt, sagt er dem kleinen Wuselding mit 5 Monaten, ey, du nervst, Fräulein. Wenn das Fräulein sagt, es ist mir aber egal, wenn ich dich nerve, dann ist es deine Aufgabe, deinen Rüden zu helfen, weil sonst kann es dazu führen, dass der irgendwann mal einfach sagt, okay, ich muss deutlicher werden, was ich jetzt auch nicht schlimm finde, muss ich ganz ehrlich sagen, also die Hunde dürfen ja kommunizieren, aber du schreibst ja selber, du willst ihm den Stress nehmen, also dann guck, dass sie geht. Na, dann guck, dass sie geht. Wie auch immer du das machst, ich kenne jetzt die Hunde nicht, aber dann sei deutlich und sag, der möchte das nicht, such dir eine andere Beschäftigung, mach's bei der Hündin oder wie auch immer. Sabine, wenn ich nach Hause komme, wollen beide Hunde immer gleichzeitig begrüßen. Meistens drängelt meine Kleine sich vor und versucht mich anzuspringen. Wenn ich ihr keine Zuwendung gebe, geht sie den Großen an und will ihn vertreiben. Das gelingt ja auch meistens. Wenn ich nun beide ignoriere, bestrafe ich ja meinen Großen noch in dieser Situation. Genau. Bin ich da für die Kleine eine Ressource? Auf den Platz schicken funktioniert in der Situation nicht. Wie könnte ich das angehen? Die Kleine kam als letztes ins Rudel. Also das mit diesem Begrüßen, da kam auch in dem anderen Post noch eine Frage. Ich weiß jetzt nicht mehr genau von wem. Aber das gehen wir dann auf jeden Fall auch nochmal durch. Das ist ja oft einfach die Energie, die damit spielt, ne? Die Freude, der Mensch ist endlich wieder da. Oh Gott, du warst so, ja, wir waren so lange alleine, ja, es war so schlimm. Ne? Aber da ist ja so eine gewisse Energie immer in so einer Begrüßungssituation. Ich würde das in dem Moment nicht als Ressource betrachten. Ich würde einfach sagen, da ist Energie da, die zu Übersprungshandlungen zum Beispiel führt. Das kann auch eine Übersprungshandlung sein. Einfach, ich war zuerst da und ich will jetzt begrüßen. Ich glaube nicht, dass du in dem Moment eine Ressource bist. Das auch vielleicht gleich als Info für, boah, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war.
Ich habe eine Christiane. Ich schaue dann später nochmal nach. Begrüßungssituation ist selten, upsi, nicht, dass ich euch da wegklicke, ist selten Ressource, sondern ist einfach Freude, Energie, überschwänglich sein wollen, la 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 la. Und dann kann das zu solchen Sachen führen. Wie kannst du damit umgehen? Also, ich finde, man kann seine Hunde ruhig begrüßen. Also ich muss nicht ignorieren unbedingt. Ich gehe aber zum Beispiel erst zur Tür rein, wenn sie es hinter der Tür beruhigt hat. Also das ist immer so ein Ansatz, wo ich sage, ich gehe gar nicht rein, wenn ich merke, da ist Aufregung. Und wenn Ruhe eingekehrt ist, weil sie sagen, okay, kommt jetzt oder kommt jetzt nicht und ich lange an den Türgriff und es geht wieder los, dann lasse ich den Türgriff auch erstmal wieder los. Also erstmal arbeitet ich in solchen Situationen dran, dass diese Energie sich ein bisschen runterfährt. Weißt du, was ich meine? Ne? Dass diese Energie, damit es dazu kommt, gar nicht erst auftritt, sondern ich sage, okay, ich komme, ich begrüße, ich komme zu euch rein, aber ich möchte dieses Halligalli nicht, ich möchte dieses Ausflippen nicht, weil es ist nichts Schlimmes passiert, ich war nur weg. Und je jünger Hunde sind, desto schwieriger ist es ja manchmal, aber überlegt mal, wie das in einem Hunderudel ist, wenn der Rudelchef zurückkommt. Da traut sich kein Junge, den über den Haufen zu rennen oder anzurempeln, sondern der ist wieder da, super, der ist wieder da, aber da ist keine Aufregung im Spiel. Na, den geht man nicht an, weil das ist ja auch ein bisschen respektlos. Ne? Das ist bei kleinen Hunden, bei jungen Hunden kein Problem, das machen ganz viele. Aber eigentlich ist es auch ein bisschen respektlos. Und deswegen würde ich bei dir versuchen, erstmal diese Ruhe bei der Kleinen ein bisschen mehr zu üben. Ich lese nochmal schnell. Dieses Dazwischendrängeln nicht zuzulassen, sie wegzuschieben, an der Brust, immer an der Brust wegschieben. Also einfach wegschieben und den Großen zum Beispiel begrüßen. Also ich weiß, das kann man schlecht zeigen jetzt in der Webcam, aber die kommen beide auf dich zu. Die Kleine drängelt sich dazwischen, dann schiebst du die Kleine weg und begrüßt deinen Großen. Und wenn die Kleine, die weggeschoben ist, sich beruhigt hat, du kannst sie ja so lange an der Brust irgendwie fixieren, sagst du, jetzt kannst du auch herkommen. Ne? Beruhig dich erstmal, jetzt kannst du auch herkommen. Also versuch einfach erstmal Ruhe reinzukriegen oder mehr Ruhe. Das muss auch nicht von 100 auf 0 sofort runter, sondern jedes Mal, wenn du zurückkommst, nimmst du dir vor, 2 Sekunden länger Ruhe oder 5 Sekunden länger Ruhe oder irgendwelche Anzeichen, wo du sagst, wir kommen langsam runter. Da würde ich erstmal dran arbeiten, aber eine Ressource ist es in dem Moment nicht. Das ist Begrüßungssituation, die hat mit Aufregung zu tun. Und Aufregung führt eben oft zu solchen Übersprüngen oder zu solchen Sachen. Okay, wenn man einen Hund hat, der schon mal eine Fluße als Ressource sieht, also man kann es nicht immer sehen, was der Hund gerade als wichtig erachtet. Manchmal ist es auch was sie riechen und so, ne, was wir nicht mitkriegen. Mensch, Futterplatz zu der, klappt das bei dem Rudel? Nun kommt ein weiterer Hund dazu. Welpe, inwieweit muss man die Situation alle managen? Es kommt ein bisschen drauf an. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Also wenn die einen guten Weg finden miteinander, wenn du sagst, okay, der ist gerade was wichtig, sie sagt es an und die anderen Hunde sind fein damit, dann musst du nichts managen. Managen muss man ja immer als Mensch einfach, wenn es überhand nimmt oder wenn es in eine Richtung geht, wo man sagt, oh, das kann auch gefährlich werden. Na, es gibt ja Hunde, die dann sehr schnell, sehr intensiv auslösen. Das sind aber oft die, das sind wir wieder beim Anfang, das sind oft die, die gelernt haben, dass ihre Anzeichen nicht ankommen. Egal, ob beim Menschen oder beim Hund. Aber Hunde, die gelernt haben, dass die Anzeichen, die sie zeigen oder ihre Grenzen, die sie setzen, ihre Kommunikation, die sie von sich geben, wenn die gelernt haben, das ist dem Gegenüber egal, weil er es nicht sieht oder weil er es nicht sehen will oder weil er irgendwelche komischen Besitzansprüche hat, die er vielleicht nicht hat. Das sind dann oft Hunde, bei denen es sehr schnell geht und die auch manchmal was überspringen. Also da kann schon mal vom Knurren zum Abbeißen übergehen, ohne dass sehr viel Zähne gezeigt wird oder sowas eigentlich so das Zwischending wäre. Also musst du mal überlegen, wie sind die aufeinander eingestellt? Wenn ein Welpe dazukommt,
Es gibt Welpen, die haben total gutes Verständnis, eine total gute Hundesprache. Da braucht ein Hund nur ganz leise ein bisschen grummeln und der Welpe sagt sich, okay, alles klar, du bist älter, du hast mir was zu sagen, ich habe es verstanden und geht. Da muss man sich nicht viel Gedanken machen. Also dann wächst man da so zusammen, da wächst der Welpe mit der Gruppe zusammen, das ist alles total easy. Und dann gibt es eben die Haut-drauf-Welpen, die sagen, boah, was hast du gesagt, das werden wir schon sehen. Na, ihr wisst, was ich meine. Ich sage jetzt keine bestimmten Rassen, aber es gibt so bestimmte Rassen, die das austesten wollen und die dann halt auch mal auf die Schnauze kriegen. Ja, dann kriegen die halt auch mal auf die Schnauze. Wenn sie es dann noch nicht gelernt haben, dann tut es mir leid. Da würde ich dann als Mensch schon mehr ein Auge drauf haben, aber immer auch nicht, weil ich Angst habe, dass dem Welpen was passiert, sondern weil ich meine bestehenden Hunde schützen will in dem Sinne, damit die nicht Stress kriegen, damit die nicht überreagieren müssen, damit die nicht irgendwas draufsetzen müssen, was sie vielleicht gar nicht wollen. Na, also deswegen, nicht weil ich Angst habe, dem anderen Hund passiert was, sondern weil meine Hunde, die schon da waren, die ältere Rechte haben, mir einfach wichtiger sind oder sein sollten in dem Moment und deswegen managen. Ines, mache ich und mein Rudi weiß, dass ich ihm helfe. Genau das finde ich so wichtig. Ich finde es so wichtig, dass unsere Hunde wissen, dass sie sich auf uns verlassen können und dass wir sie mit solchen Problemen nicht alleine lassen und dass wir so Probleme, die ja wirklich eigentlich keine Probleme sind aus Hundesicht, sondern was Natürliches, dass wir sie da nicht allein lassen und dass wir ihnen durch irgendwelche Situationen, die blöd sind, durchhelfen. Ne? Genau. Er sucht durch Blickkontakt auch Hilfe bei mir. Super, Ines, das deutlichste Zeichen. Das deutlichste Zeichen, dass er sagt, Mama, helf mal. Genau. Die bekommt er dann auch sofort. Die Kleine hat ein Geschirr mit Griff. Und, ja, sehr gut. Und damit nehme ich sie weg. Liebesbekundung kann ich mir gut vorstellen bei der kleinen Maus. Die hat nichts Böses und liebt dieses tolle Leben in Wannsiedel. Schön. Genau, schön. Also es kann sein, dass er einfach ein bisschen gut Wetter machen will mit den Älteren, dass sie das einfach toll findet, dass sie das mag. Aber das heißt ja nicht, dass es der Gegenpart mag, mögen muss. Genau. Gerne, Sabine. Muss jetzt wegschauen den Rest morgen. Okay, gerne. Dafür gibt es immer die Aufzeichnungen. Anke, die Hündin ist sehr unsicher und wird oft nicht respektiert. Von daher wird sie oft heftiger. Die Kleine, meinst du? Ach nee, du machst das ist mit der Fluse, oder? Bist du? Das war die Frage mit der Fluse. Gerne, Hannelore. Viel Spaß bei der Arbeit. Ich muss dann auch noch mit dem Pensionshund eine Runde. Aber du kannst ja auch den Restmagen schauen. Ich will die anderen Fragen auf jeden Fall auch noch beantworten, auch wenn wir jetzt schon wieder weit über der Zeit sind, aber das ist egal. Will ich auf jeden Fall noch beantworten. Anke, wenn die Hündin sehr unsicher ist, dann wäre es erst recht wichtig, dass du ihr diese Sicherheit mitgibst. Na? Wenn sie oft nicht respektiert wird, dann kann es dann liegen, dass sie einfach durch diese Unsicherheit nicht deutlich ist. Also nicht klar genug ist und für die anderen vielleicht auch nicht klar zu lesen ist. Was auch sein kann, dass, ich weiß nicht, wie deine anderen Hunde sind, aber unsichere Hunde lassen Frust oft an noch unsichereren aus. Also das kann auch so irgendwie mitspielen. Ne? Also sagt, okay, da ist jetzt einer, der hat genauso viel Unsicherheiten wie ich oder sogar noch ein paar mehr. Boah, cool, da kann ich mir ein bisschen Selbstbewusstsein holen darüber. Kann auch sein. Also guck einfach drauf, gibt der auf jeden Fall mehr Sicherheit. Ich weiß nicht, ob du nächste Woche, übernächste Woche bei der Impulswoche dabei bist. Da geht es ja auch viel so um Vertrauen und Respekt und solche Sachen. Da werden wir auf jeden Fall viele solche Dinge so ein bisschen mit anklingen lassen. Ne? Das ist ein riesengroßes Feld. Es gibt jeden Tag eine Übung und in unserem Live werde ich halt viel so Gedanken einfach auch teilen und mit euch darüber reden. Ja, vielleicht kannst du in der Richtung mit der Sicherheit einfach noch ein bisschen was machen. Gerne, Ines. Okay, wenn ich jetzt da gerade keine Fragen mehr habe, dann switche ich schnell in die anderen Fragen rein, weil die sollen auf jeden Fall nicht unbeantwortet bleiben. Carmen, Ressource Mensch, die dicke Milka. Ich finde es immer so süß, wenn du von der dicken Milka sprichst. Die dicke Milka bellt mittlerweile sofort los, sobald sich ein Mensch bei Männern eher als bei Frauen uns nähert. Eine gute Unterhaltung ist mit fremden Menschen fast nicht möglich. Freunde und Familie sind kein Problem. Sollten vielleicht fremde Personen ihr Leckerli geben dürfen, damit ich ein soziales Wesen bleiben kann. Zweite Ressource, es kommt Besuch ins Haus. Familie und Freunde sind kein Problem. Fremde Personen, Handwerker werden sofort verbellt und ich muss die Mädels anbinden auf ihren Platz.
Jetzt wäre die Frage, bellen die denn auf dem Platz weiter? Dann ist es wieder nur Management und kein Training. Also Management, ne, dass nichts passieren kann und so, alles gut, finde ich auch wichtig, ist okay. Aber wenn du wirklich dran arbeiten wollen würdest, dass die nicht mehr so viel bellen, müsstest du natürlich da irgendwie noch ein bisschen was anderes mitmachen. Ich gehe erstmal oben auf die andere Frage ein. Also, dieses Bellen, ich glaube fast nicht, so wie ich deine Hündin jetzt kenne, dass es unbedingt mit dir als Ressource zu tun hat, sondern mit einer gewissen Unsicherheit. Und wenn du schreibst, bei Männern ist es eher als bei Frauen, dann würde das auch so ein bisschen in diese Richtung tendieren, dass er die Situation einfach nicht so gut einschätzen kann. Dass Abstand halten auf jeden Fall besser für sie annehmbar ist. Klar, wenn ich mich mit jemandem unterhalten will, kann ich nicht 50 Meter auseinanderstehen, ne? Völlig logisch, aber ich überlege jetzt grob bloß gerade mal, wie die Richtung bei ihr sein könnte. Freunde, Familie sind kein Problem, also ist es das Fremde. Und wenn das das Fremde ist, dann kann das eine Unsicherheit sein, die da bei ihr mitspielt. Also wir sind bei dem Thema Leckerli geben. Haben wir vorhin schon mal angesprochen. Was gut ist oder was du machen kannst, ist, also dieses Leckerli geben von Fremden. Auf Hundeplatz für mich total No-Go. Die sollen nicht betteln. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Hunde habe, die Angst haben vor anderen Menschen, dann sage ich auch manchmal, du darfst dir was geben, damit einfach der Hund lernt, da ist ja nichts Schlimmes. Es kommt darauf an, wie. Das heißt, nicht fordern werden, nicht was in die Hand nehmen und trotzdem auf den Hund zulaufen, was der ja vielleicht gerade nicht will, sondern nach hinten zum Beispiel. Nach hinten ist immer eine super Möglichkeit, so haben wir es bei Mio total gut hingekriegt. Also ich füttere einen anderen Hund, aber ich schaue den dabei nicht an. Ja, also ich drehe mich mit dem Rücken zum anderen Hund und habe die Hand, siehst du das, so nach hinten gehalten und schaue, ob er sich traut, sich das zu nehmen. Also ich zwinge ihn auch nicht, sondern wenn er sich nicht traut, dann kann ich es ihm auch entgegenschmeißen und drehe mich wieder weg und dann kann er sich zum Beispiel holen. Also das kann schon ein Weg sein, bei unsicheren Hunden, bei ängstlichen Hunden zu sagen, guck mal, der ist gar nicht so schlimm. Aber halt nicht so mit diesem, jetzt gehe ich auf den drauf zu, auf den Hund und jetzt, ich habe tolle Würstchen, der würde sich ja wohl freuen, muss er jetzt nehmen. Na, also da so ein bisschen diese Spannung trotzdem rausnehmen. Und ich finde auch ganz wichtig, dass es trotzdem von dir kommt. Und da sind wir wieder bei dem Thema Hundeplatz. Hundeplatz sind ja die Fremden, die füttern. Also das fremde Futter, das sie füttern. Du kannst sagen, okay, guck mal, hier ist eine Handel voll Wurst. Die ist für dich, aber das gibt dir heute mal jemand anderer. So, ne, auf diesem Weg. Also, dass dein Hund sieht, es kommt von dir, wird aber von dem anderen gegeben. Den Weg kannst du mal probieren, aber sag, die sollen sich wegdrehen von ihr. Also die sollen sie nicht dabei anschauen, sie sollen sie nicht bedrängen, nicht weiter auf sie zulaufen, sondern dieses Zulaufen sollte von ihr kommen. Und wenn sie das Gefühl hat, sie ist sicher, weil der andere nicht schaut, dann könnte das funktionieren. Und dann kann sie nach und nach natürlich schon merken, okay, eigentlich ist es cool, wenn da ein Fremder kommt, weil dann gibt Mama eine Handvoll Wurst aus. Na, aber es soll von dir kommen, das ist wichtig. Nicht ein anderer bringt was mit. Na, also ist ja auch so Besuch zu Hause. Hast du ja auch noch geschrieben, die sollen nicht was mitbringen, sondern es steht was an der Haustür, es steht was da, wo der Eingang ist, das ist von euch, das ist ihr, das ist die Milka-Box zum Beispiel und wenn jemand reinkommt, dann darf der sich aus der Box was holen oder du gibst demjenigen aus der Box, aber es ist ihre Box und es kommt von dir, also es kommt vom anderen Menschen, aber über dich. Also das kannst du auch zu Hause und auch für alle anderen, die vielleicht das Problem haben. Habt irgendwie eine Leckerli-Box, irgendwas Tolles da stehen, wo die Leute reinkommen. Dann freut sich der Hund nämlich irgendwann mal und sitzt schon erwartungsvoll vor dieser Box, vor dieser Begrüßungsbox, wie ich es oft nenne, weil er sagt, okay, jetzt kommt wieder jemand, ein Handwerker kommt, juhu, ich krieg was aus meiner Box. Ja, aber nicht der bringt was mit. Das ist eben dieser Unterschied, auf den man da achten sollte. Gut, dann hat die Heidi geschrieben, hey, Amy hat zwei Probleme mit Ressourcen, Menschen, die sie streicheln. Dann zeigt sie sehr deutlich, dass sie nicht gestreichelt werden will, das schon mal zum einen, und die sie dann als Eigentum ansieht. Die sie streicheln und dann, die dürfen sie streicheln und dann ist es ihr Eigentum. Das ist fast wie bei Hoverwarts, die zweimal einen Weg laufen und dann gehört er ihnen.
Sollte dann zwar der Hund dazukommen, gibt es meistens Stress oder bei Futter. Klingt so ein bisschen, wie wenn die Situation für Sie, also Streicheln, schüttet ja Wohlfühlhormone aus, dass diese Situation für Sie ganz wichtig ist, dass in ihr was Gutes passiert, dass ihr was Gutes passiert, dass in ihr was Gutes passiert, dass das für Sie dann irgendwo so das Thema ist, dass sie das nicht teilen will mit irgendjemand anderem. Wobei der Mensch ja auch zwei Arme hat, also man kann ja auch zwei Hunde gleichzeitig und so, aber klingt so ein bisschen danach, ich kenne deine Emi nicht, aber es klingt so danach, dass dieses Gefühl, das sie dabei hat, ihr wichtig ist. Da würde ich tatsächlich auch mal ein Entspannungswort aufbauen. Da kannst du total gut mit dem Entspannungswort auch reingehen, weil Gefühle für sie in dem Moment wichtig sind und ein Entspannungswort ja auch ein tolles Gefühl vermittelt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Heidi. Wir haben konditionierte Entspannung immer mal schon drüber gesprochen, aber noch nie so intensiv ist es in unserem Online-Kurs auch dabei. Aber du kannst da auch mal googeln, konditionierte Entspannung. Und das aufgebaut über ein Wort, das du einfach immer, ne, man kann es auch über Duft machen oder über Musik oder so, aber ein Wort hast du halt sofort greifbar. Und deswegen würde ich ein Entspannungssignal bei ihr aufbauen und mal versuchen, da reinzugehen, weil wenn es um Gefühle geht, kannst du mit anderen guten Gefühlen da ganz, ganz gut beikommen. Jetzt lese ich schnell mal hier weiter. In der Stadt sind Menschen kein Problem. Carmen, in der Stadt ist vielleicht zu viel Trubel drumherum noch, dass sie sich nicht auf dieses Einzelne konzentrieren können. Das ist ja dieses Phänomen, warum können Hunde am Hundestrand, wo 100 Hunde rumrennen, relativ gut mit der Situation klarkommen und wenn ein Hund im Wald ihnen begegnet, austicken. Na, also je mehr irgendwo ist, desto weniger kann man sich auf einzelne Dinge konzentrieren. Und das ist in der Stadt ja häufig so. Da gibt es die anderen Geräusche, da gibt es viel drumherum, da gibt es viele Gerüche, die vielleicht anders sind wie gewohnt. Da strömt ganz viel ein. Und da ist vieles nicht, also wenn ein Hund sich auf ein was konzentrieren kann und er hat ein Problem damit, löst er halt viel schneller aus, wie wenn einfach ganz viel passiert. Na, also das könnte der Grund sein, warum Menschen in der Stadt zum Beispiel einfacher zu verarbeiten sind für deine dicke Milka. Gerne, Christina, euch auch ein schönes Wochenende. So, Heidi, ich weiß nicht, ob du noch mehr Fragen dazu hast. Also, es klingt nach dem Gefühl, das wichtig ist bei Amy. Der Mensch, der ihr was Gutes tut, wird wichtig. Der Mensch, der ihr gute Gefühle gibt, wird wichtig. Und Entspannungssignal. Ansonsten könntest du auch mal diesen Weg gehen, den ich vorhin der Sabine, glaube ich, boah, so viel heute gesagt habe, mit diesem ich entziehe mich der Situation. Ich streichle dich total gerne. Oh, lass mal Ventilator stehen. Ich streichle dich total gerne, aber du musst es auch akzeptieren, dass ich einen anderen Hund streichle, wenn der kommt, weil sonst bin ich weg. Also diesen Weg kannst du auch mal gucken, ob das was bringt, wenn du dann einfach oder derjenige einfach dann aufhört, aufsteht, aus der Situation rausgeht, dann natürlich wieder kommt. Also auch immer wichtig, zweite Chance. Hunde kriegen immer eine zweite Chance und auch eine dritte und eine vierte, weil die mit jedem Mal was dazulernen. Na, also wenn ich stehe nicht auf und gehe und lasse den Hund in diesem luftleeren Raum und er weiß jetzt gar nicht, was los ist, dann kommt er auch nicht ins Nachdenken. Dann sagt er sich nur, das ist jetzt aber total doof, aber er kommt ja nicht ins Nachdenken, was er besser machen kann. Und das ist ja das Wichtige, was wir brauchen, was wir wollen, egal in welcher Richtung vom Hundetraining wir arbeiten. Wir wollen ja immer, dass unsere Hunde überlegen, was könnten sie denn besser machen? Was könnten sie denn anderes anbieten? Was ist denn eher gewünschtes Verhalten? Ja, das können sie ja nur, wenn ich ihnen die Chance gebe, Dinge zu überdenken. Also aufstehen, gucken, was passiert, geh hin, streichel wieder. Geht's wieder los, stehe ich erstmal wieder auf. Dann weiß der Hund, okay, irgendwas an meinem Verhalten bringt den Menschen weg. Ich möchte aber gern, dass er da bleibt. Ich muss mal gucken, was ich anders machen kann. Das ist immer das, wo man Hunde in eine Richtung formen kann. Also es klingt immer so blöd, aber wo man einfach rausfiltern kann für einen Hund.
was ist toll und was finde ich nicht so toll. Also das könntest du aber auch in der Beziehung einfach mal ausprobieren. Susanne, vielen Dank, hast wieder viel mitgenommen. Sehr schön, freut mich. Euch auch ein schönes Wochenende. Josephine, was mache ich, wenn sie Spielzeug verteidigt? Gegen dich oder gegen andere Hunde? Also eigentlich genau dasselbe, was ich am Anfang mit dem Futter erklärt habe. Erstmal den Stress rausnehmen, wenn sich was nähert, wenn der Hund eine Ressource hat. Na, indem man sich nähert, das kannst du mit Spielzeug genauso machen. Oder wenn dein Hund einen Knochen hat oder wenn der was findet. Nähern, sobald der Hund anzeigt, jetzt bist du zu nah, schmeiß noch ein Spielzeug dazu oder schmeiß zum Spielzeug noch ein Leckerli und geh erstmal wieder. Also im Prinzip genau das Gleiche, was ich erzählt habe, was mit Futter gemacht wird, kannst du auch mit Spielzeug machen. Vielleicht auch nochmal so als Trainingsansatz, als Entspannungswort, solche Sachen, na, ganz wichtig. Gegen mich, na gut, Josephine, genau dasselbe. Das, was beim Futter funktioniert, funktioniert beim Spielzeug genauso. Und entweder sie möchten noch ein Spielzeug dazu oder du schmeißt noch Futter hin, wenn das in dem Moment für sie nicht wichtig ist. Auf jeden Fall, du gehst, Distanzaufbau ist... ja, Andrea, oh, ich habe dich übersprungen, glaube ich, gell? Aber ich gucke dann nochmal, Andrea. Distanzaufbau ist immer erstmal eins dieser beiden Motivationen. Wenn man beide bedienen kann, also Beute behalten und der Feind geht, wenn du beide gleichzeitig bedienen kannst, ist es super. Wenn du nur eins bedienen kannst, ist es auf jeden Fall mein Ansatz. Na, auf jeden Fall mal ein guter Einstieg. Nee, als Training noch kurz. Also natürlich ist ein gutes Austraining wichtig. Also dass der Hund auch lernt, es ist nicht schlimm, mal was herzugeben. Also übertauschen zum Beispiel. Na, es hat jetzt nichts wirklich nur mit Ressource zu tun, sondern generell, wenn der Hund was hat und ich sage, gib mir das mal bitte, ich muss mal gucken. Also ein gutes Austraining. Ich tausche Spielzeug gegen Spielzeug. Ich tausche Leckerli gegen bessere Leckerlis. Ich tausche von der Menge her zum Beispiel zwei Dinge gegen fünf Dinge. Ne? Hunde kriegen ja mit, dass das mehr ist. Ich tausche immer gleich oder am besten höherwertig, dass der Hund erstmal lernt, es ist nicht schlimm, was herzugeben. Gar noch nicht mit dem Hintergedanken, ich muss ihm mal was wegnehmen können, sondern erstmal er lernt, was hergeben ist nichts Schlimmes, weil es passiert ja was Gutes. Natürlich habe ich, wenn der im Wald ein Stück Hirsch findet, nichts Besseres dabei. Aber wenn der das gut gelernt hat, dass Hergeben nicht schlimm ist, dann kann der mir in dem Moment das genauso geben. Ne? Und dann verschmerzt er auch mal, dass es nichts Besseres gibt. Und dann trainiere ich einfach wieder weiter, dass es immer wieder was Besseres gibt. Ne? Im Notfall kann ich deswegen trotzdem an meinen Hund ran. Wenn er aber nie gelernt hat, dass Hergeben okay ist, dann verteidigt er das natürlich, was der da findet. Also tauschen ist wichtig, also ausgeben können, tauschen ist wichtig. Dann finde ich zum Teil wichtig, ans Maul fassen können, wenn der Hund frisst. Auch da haben wir in unserem Online-Kurs zum Beispiel Übungen dabei, dass der Hund lernt, er frisst und ich lange ihm ans Maul. Ich lange ihm unten ans Maul, ich lange ihn oben ans Maul. Ich kann auch mal ein Maul öffnen. Es ist für den Hund nicht schlimm. Also da gibt es auch bestimmte Wege, das zu trainieren. Ich kann, Namenstraining ist ganz wichtig. Also je mehr Hunde ihr habt, desto wichtiger ist, dass ihr euren Hunden, wenn es um Ressourcen, um Futter geht, immer den Namen dazu sagt. Nicht einfach was vor die Nase haltet und dem Nächsten, sondern immer dazu sagt, wer ist denn gemeint? Dann lernt der Hund nämlich auch, okay, solange kein Name kommt, selbst wenn der Mensch mit wichtigen Dingen agiert. Aber wenn mein Name nicht kommt, bin ich eh nicht dran, also halte ich mich mal zurück. Na, also das ist wichtig. In den Infoguides sind ja auch dieses 10-Leckerli-Spiel und das Namenstraining drin, da erkläre ich das nochmal genau, wie wichtig das für die Hunde ist, einfach genau zu wissen, muss ich denn was machen oder kann ich mich noch zurückhalten? Bin ich denn dran oder bin ich nicht dran? Also ganz, ganz viel mit Namen auch arbeiten. Also das sind auch so Trainingsschritte, die total gut helfen können, dass keine Ressourcenproblematiken unter Hunden oder in der Beziehung Hund-Mensch auftauchen. So, jetzt noch schnell zur Frage, Andrea. Wieso habe ich denn deine übersprungen? Warte mal. Genau, weil nämlich ich von der Anja gleich zur Carmen bin. Also, deine Frage war, bei meinen beiden Galgas, ist es wie bei kleinen Kindern? Eigentlich ist das Spielzeug uninteressant. Nimmt sich Tiger jedoch etwas aus der Kiste ist, in die er sofort zur Stelle und klaut es sich. Ärger gibt es nicht, weil Tiger es geschehen lässt. Wenn jetzt der Pflegewill bekommt, wird es sicherlich genauso aussehen. Wann, wie schreite ich ein? Ja, warte erst mal ab. Na, was ist?
Wenn die Taiga es zulässt, dass die Indira sich das nimmt, dann ist es für die Taiga jetzt auf jeden Fall erstmal nicht wichtig. Es ist die Frage, was macht der Welpi? Wenn der was hat, ist dem das dann wichtig? Würde ich erstmal auf dich zukommen lassen. Einschreiten, also mein Reden oder mein Gedanke, ich muss hier zurückswitchen, mein Gedanke ist immer, wie würde ich reagieren, wenn ich in der Situation bin? Also ich versetze mich ganz oft in die Hunde rein. Und also natürlich muss man da viel beobachten, aber das ist ja gerade schön im Mehrhundehaushalt, dass man viel zu beobachten hat und dass man unheimlich viel lernt von den Hunden, wenn man sich da wirklich drauf einlassen kann. Und ich überlege immer, wie wird es mir gehen? Ich habe was, was mir gerade langweilig ist, und dann sagt der Nächste, ach, das hätte ich gern. Okay, dann nimm es und mich hol mal was anderes. Habe ich was, was mir wichtig ist, und der andere will es mir nehmen, sage ich, nö, lass es. Und wenn die Hunde entsprechend reagieren, also wenn du jetzt zum Beispiel bei der Tiger siehst, die hat was, was sie mal nicht hergeben will, wenn sie Indira will, dann blockst du die Indira aus. Also dann schickst du die Indira weg, dann sagst du, nee, jetzt Fräulein so nicht, such dir was Eigenes. Wenn der Welpe sich was nimmt, also zum einen, ne, auch wieder dieses Ressourcenverknappung führt zu Ressourcenverteidigung. Dein Welpe wird ja nicht gleich wissen. Die Andrea kriegt übrigens die Schwester von meinem Pflegewelpen, der nächste Woche kommt. Für alle, die es nicht wissen, wir kriegen Geschwister. Die wird ja noch nicht wissen, dass das die Spielzeugkiste ist, dass die sich da was holen kann. Das wird die ja noch nicht wissen. Ich glaube, bei so einem Welpen wird es erst ins Spiel kommen, wenn einer von den Großen was holt, dass die da vielleicht hingeht und Interesse zeigt. Und dann warte mal ab, was die machen. Taiga ist es schon wichtig, sie kommt zu mir, beziehungsweise sieht mich an um Hilfe. Dann gehst du bitte zur Indira und nimmst es der Indira ab. Dann hilft deiner Taiga. Und achte dann aber darauf, dass die Indira es auch irgendwann mal akzeptiert. Gib der Indira irgendwas anderes, geh mit der Indira zur Kiste und sag, guck mal, das ist doch viel toller, spiel vielleicht mit der Indira kurz, um sie abzulenken. Aber wenn die zu dir kommt und Hilfe sucht, gib ihr die Hilfe. Und genauso ist es mit dem Welpen. Nimm der Welpe dem anderen Hund was ab und der Ältere sagt, finde ich jetzt doof. Dann sagt deinem Welpen, du, so benehmen wir uns bei uns im Haushalt nicht. Na, wir klauen nichts von den anderen. Wenn es ihm wirklich egal ist, dem Älteren, na, also das ist immer so eine Sache. Ne? Ich höre ganz oft hier auch, mein Alter ist so gechillt, der lässt alles mit sich machen. Ist mir die Frage, tut er das wirklich, weil er einfach vom Charakter her so ist? Oder hat er aufgegeben, weil er sagt, der Kleine, der da neu gekommen ist, darf alles, ich bin wohl abgeschrieben. Ne? Es gibt auch so dieses Denken, boah, was ist denn jetzt los? Also hab da auch wirklich einen guten Blick drauf. Und es muss sich kein erwachsener Hund von einem Welpen alles gefallen lassen, bis zum gewissen Grad. Ne? Klar, die probieren sich aus, es ist wichtig, beide Seiten dürfen sich nähern, dürfen gucken, wo steht der andere. Das soll jetzt eine Familie werden oder zumindest eine Familie auf Zeit, wenn es eine Pflegestelle ist, ein Pflegehund. Sie müssen sich irgendwie arrangieren. Und man muss nicht jedes Mal total dazwischen. Ich lasse ganz viel die Hunde auch machen, aber wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird es ungerecht oder jetzt braucht der Ältere Hilfe, der kann sich nicht mehr durchsetzen, weil er alt ist oder er will nicht, weil er Angst hat, was falsch zu machen. Solche Hunde gibt es ja auch, die einfach dann nichts tun, bevor sie was Falsches tun. Na, also wenn du das Gefühl hast, und man kennt seine Hunde ja gut. Also einfach wirklich Bauchgefühl, Herz spielen lassen und sagen, okay, jetzt glaube ich, jetzt geht es zu weit, jetzt braucht er meine Hilfe. Wenn er mich anguckt, wenn die zu dir kommt, dann auf jeden Fall. Dann ist es das deutlichste Zeichen, war ja vorhin bei einer anderen auch, bei einer anderen Frage. Wenn der Hund nach Hilfe sucht, weil er guckt, weil er kommt, das ist das deutlichste Zeichen. Ich sage, na klar, helfe ich dir. Logisch helfe ich dir. Ne? Ganz wichtig. Genau, wir schauen, was für ein Kaliber kommt. Mal gucken. Wenn die Geschwister alle gleich sind, so wie bei der Pina, sind die alle ähnlich von ihrem Level, alle ein bisschen irre. Aber es kann auch ganz unterschiedlich sein. Ne? Ah, gerne, Ute. Also Andrea, du weißt ja, dass du jederzeit, wenn irgendwie Probleme sind, generell jederzeit, aber auch weil wir jetzt Geschwisterhunde kriegen, dich melden kannst. Lass es mal auf dich zukommen, lass deinen Bauch mitspielen, beobachte gut. Wenn du das Gefühl hast, jetzt musst du einem deiner anderen Hunde helfen oder den Hunden untereinander irgendwie mal klarere Grenzen geben, dann mach das, ansonsten lass es erstmal laufen. Na, wenn die selber einen Weg finden, ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. So, die letzte Frage, damit wir die noch auf jeden Fall haben, die Christiane.
Kann erst ab 19.45 Uhr, hat sie geschrieben, dann bist du auch schon eine Stunde dabei. Wir haben nämlich bald 21 Uhr. Also auf jeden Fall aufzeichnen, da gibt's. Bei meinen drei Hunden gibt es Streitigkeiten bei Begrüßungen mit mir, noch mehr mit meinem Partner, aber auch beim Briefträger. Das ist das, was ich vorhin bei der anderen Frage auch schon mal beantwortet habe. Das geht da nicht wirklich um Ressourcen, sondern es ist diese Energie, diese Begrüßungssituation. Ist ja bei ganz vielen Hunden, je mehr Hunde man hat, desto mehr steigert sich das, mit ganz viel Action und mit ganz viel Aufregung verbunden. Und das ist oft das, warum es dann Ärger gibt. Nicht, weil man als erstes bei den Menschen sein will oder den anderen Hund in dem Moment nicht neben sich haben will, sondern das ist ja oft einfach diese Aufregung, die da im Spiel ist. Manchmal entsteht bei Futterspielzeug auf dem Boden in Sekundenschnelle ein lautes Gewusel. Dabei bin ich hilflos und gehe dazwischen, habe auch schon ein paar Kratzer bekommen. Gott sei Dank ist es in der letzten Zeit kaum noch vorgekommen. Also, wenn das bei euch so ist, würde ich kein Spielzeug frei zur Verfügung rumliegen haben, aber dann wirklich auch keins. Das, was bei den anderen anders ist, dass Spielzeug rumliegen kann, weil es da keine Probleme gibt, würde ich, so wie ich es bei uns in der Hundepension mache, nicht tun, um nichts rauszufordern. Und würde aber gezielt, weil du willst es ja trainieren, du möchtest ja, dass dieser Kampf und dieser Stress, der da drin ist, dass der nicht besteht, würde gezielt immer mal was rumliegen lassen. Und würde sagen, komm, wir trainieren mal. Wir haben mal verschiedene Sachen. Wir gucken mal, wem gefällt denn der Ball am besten. Jetzt überspitzt gesagt, wer mag denn das, wer mag denn das. Dass du da mit dir dabei bist und dass die Hunde untereinander es nicht ausmachen. Auch du kannst, wie ich das vorhin erklärt habe, mit den Leckerli spielen. Wenn du weißt, wer da so ein bisschen der Auslöser ist vielleicht. Wobei das beim Futter ein anderer sein kann wie beim Spielzeug. Aber wenn du weißt, in welcher Situation wer von den Hunden so die treibende Kraft ist und der Auslöser, dann hat er ein Geschirr dran, dann hat er eine Schleppleine dran oder also im Garten zum Beispiel eine Schleppleine oder auch eine Hausleine innen oder so. Du musst Möglichkeiten haben, ohne dass du reinlangst, den Hund rauszufischen, damit er in dem Moment merkt, er macht da irgendwie Stunk und das ist nicht gewünscht. Aber das kannst du gezielt trainieren. Man kann übrigens auch, wenn Hunde mit Ressourcen wirklich so untereinander konkurrieren, auch ein Tipp, den ich jetzt noch nicht brauchte, aber den ich manchmal gebe, legt mal irgendwas, was total wichtig für die Hunde ist, frei auf den Tisch oder neben euch und keiner darf hin. Das liegt einfach da und nach 10 Minuten nehmt ihr es wieder weg, damit ihr einfach mal sehen, das ist trotzdem eure Entscheidung. Na, ob ihr was freigebt. Immer freigeben, immer den Hund sagen, ich schmeiß nichts und ihr dürft einfach drauf zustürzen, sondern ich schmeiß was und ihr wartet, bis ich sage, jetzt ist es okay. Oder ich sage die Namen dazu und erst der darf und dann darf der Nächste und der Nächste. Also ein Leckerli-Spiel, Namensspiel würde ich dir auch empfehlen, falls du das noch nicht gesehen hast in den Infoguides, guck dir das mal an. Wenn man solche Sachen ganz viel mit seinen Hunden macht, egal wie viele Hunde man hat, aber wenn man solche Sachen ganz viel macht, wenn den Hunden klar wird, dass es eine Ansage dazu gibt, also Namen gibt, einen Blickkontakt von euch dazu gibt, wenn es klare Regeln gibt, wenn es nicht darum geht, wer ist am schnellsten beim Futter, sondern es darum geht, wer hört seinen Namen als erstes. Und es nicht darum geht, wer hat als schnellstes das Spielzeug, das der Mensch schmeißt, sondern darf ich denn da überhaupt hinterher? Wenn die einfach lernen, und das hat nichts mit wirklichem Training zu tun, sondern das sind ja so Regeln, die einfach in einem Haushalt gelten sollten. Ne? Bei Kindern gibt es ja auch Regeln. Wenn die lernen, dass ihr da wirklich Struktur drin habt und dann, dass ihr sie nicht einfach irgendwo reinschickt, was gefährlich werden könnte, dann können die das super gut lernen und da kriegt man jeden Hund eigentlich, manchmal dauert es, aber man kriegt jeden Hund, der Probleme mit Ressourcen hat, wirklich dazu, da einfach gechillter und gelassener damit umzugehen. Also guck dir gerne die Infoguides mal an, wenn du es noch nicht getan hast und mach ganz, ganz viel solche Übungen mit deinen Hunden, damit dieses Konkurrenzdenken rauskommt. So, ihr Lieben, jetzt habe ich alle Fragen, die in dem anderen Post noch waren, auch noch durch. Fast 2 Stunden. Und der Hund, der wird immer unruhiger hier, die arme Mola. Das ist ein armer Galgo. Die fallen ganz schnell vom Fleisch. Oder, Schatzi? Och Gott.
Ich hoffe, es hat nicht zu sehr gestört. Ich höre das ja nicht. Also ich höre es hier, aber ich weiß nicht, ob ihr das hört, dass sie hier ständig rumjammert und rumläuft. Ansonsten würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr sind, es war wieder super schön mit euch. Ihr habt viele, viele interessante Fragen gestellt. Ich glaube, dass diese Antworten ziemlich oder diese Fragen auch ziemlich alles so ein bisschen abgedeckt haben. Nochmal einfach als Hinweis, wenn ihr einen Hund bei euch in der Gruppe habt, der mit Ressourcen ein bisschen problematisch ist, hinterdenkt es erstmal, hinterfragt es erstmal, was genau ist es? Wo genau ist es, was genau? Wie reagiert er? Wo kann ich einsteigen? Und dann überlegt ihr euch einfach eine Trainingsstrategie. Management ist immer super, alles was über Management geht, ne? Getrennt, Scheibe dazwischen, Gitter dazwischen, Distanz, ihr dazwischen stehen, das ist alles Management, Leine am Hund, der eventuell rausgeholt werden muss, das ist alles Management, das ist schon mal wichtig und dann einfach gucken, peu à peu, Stresslevel, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Ressourcen, Stresslevel senken, Entspannung reinkriegen, Ruhe reinkriegen, dem Hund einfach das Gefühl geben, es macht keinen Sinn, dass ich mich streite, ich muss nicht streiten, mir macht keiner was streitig, der Mensch versteht, wenn mir was wichtig ist. Ne? Alles solche Sachen immer im Kopf haben. Und dann kann man das Thema Ressourcen wirklich, wirklich gut angehen. Und auch einfach den Hund nicht verteufeln. Weil kein Hund kann etwas für Genetik, kein Hund kann etwas, was in ihm liegt, was Instinkt ist. Die können sich toll anpassen, die können toll trainieren, die können toll neue Strategien entwickeln. Aber erstmal ist Ressourcen verteidigen oder Ressourcenproblematik nicht wirklich negativ zu sehen. Na? Wie gesagt, Hunde draußen, wenn die nichts finden, sterben die. Wenn die nichts gegen anderes Rudel, wilde Hunde gegen anderes Rudel was verteidigen, ja, haben wir Pech gehabt. Okay, ihr Lieben, ich glaube, es kommt keine Frage mehr. Ich habe jetzt noch ein bisschen gesappelt, aber es kommt, glaube ich, keine Frage mehr. Dann schönen Dank für eure tolle Mitarbeit, für eure tollen Fragen, für euer tolles Mitmachen. Wir sehen uns am 8. Oktober, glaube ich, der 8. ist es, glaube ich, zum nächsten Webplausch. Und für alle, die die Impulswoche mitmachen wollen, dann ab dem 20. Montag bis Freitag auch wieder in dieser Gruppe jeden Abend zu einem anderen Thema. Aber da kriegt ihr ja dann die Infos auch noch dazu. Na, macht's gut! Habt einen schönen Abend, habt ein schönes Wochenende und bis bald.